Herzlich willkommen zum Schneckensprint, dem Aratschnecken-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Schneckensprint, heute mit Elisabeth. Und mit Steffi. Und Nadine. Heute wollen wir mal über gängige Mythen in der Schneckenhaltung sprechen. Wir haben ein paar gesammelt, Aussagen, die man immer wieder hört und die so nicht ganz richtig sind. Ich glaube, wir fangen direkt mit dem gängigsten Thema an, nämlich das Füttern von Zitrusfrüchten. So, es wird immer gesagt, bitte, bitte, bitte keine Zitrusfrüchte füttern, weil es dem Gehäuse schadet. Ich glaube, das hat jeder schon gehört. Ich glaube, wenn man Schneckenhaltung googelt, stößt man da drauf. Ja. Irgendwo, früher oder später. Ja. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eins von den ältesten und eins von den hartnäckigsten Gerüchten. Es klingt ja auch erstmal logisch. So Zitrone und Kalk kennt man ja aus dem Haushalt auch. Deshalb wahrscheinlich. Ja, Die Angst ist ja, dass sich das Häuschen auflöst. Also so wird es meistens begründet oder dass es angefressen wird von der Zitronensäure. Jetzt hat aber das natürlich das Häuschen von außen, müsste ja dann mit der Säure in Kontakt kommen, hat ja eigentlich mit der Ernährung nichts zu tun. Ich glaube, es geht dann eher darum, dass die Leute Angst haben, wenn die Schnecke auf der Zitrusfrucht sitzt. So verstehe ich das immer. Aber so ist es wahrscheinlich gemeint. Aber wenn die Schnecke das frisst, das macht ja keinen Unterschied. Nee, genau, das meine ich. Also ich denke, es geht da wirklich um dieses Draufsitzen. Füttert ihr Zitrusfrüchte? Ja. Ja. Ich auch. Wenn ich mal welche da habe, ja. Also meine fressen super, super gerne Orangen. Super gerne. Ja, das kann ich bestätigen. Zitrone nicht, aber Orange. Oder was es noch so gibt, Kumquat oder Pomelo. Heißt das nicht so Pomelo? Halt. Pomelo kann sein. Pomelo gesagt, egal. Ja, es wird mit einem M geschrieben. Wahrscheinlich heißt es nicht Pomelo, nein. Nee, wird hier nicht gegessen, deshalb kriegen meine Schnecken das auch nicht. Ja. Ja. Nee, aber eigentlich kann man da tendenziell zu sagen, dass Zitrusfrüchte füttern kein Problem sind für die Schnecken, weil man darf ja auch nicht vergessen, das Gehäuse ist ja nicht dünn, das Gehäuse ist dick, es hat noch das Periostracum außen drumherum, das ist noch so eine organische Schutzschicht, also eigentlich alles kein Problem. Das Einzige, und wenn die in Kontakt kommen, ist ja auch nur, also ist ja auch zeitlich alles sehr begrenzt. Also man hat ja nicht jeden Tag Zitrusfrüchte drin und selbst wenn die drin sind, sitzen ja die Schnecken nicht ununterbrochen auf dieser Frucht drauf. Ja, genau. Das Einzige, wo ich sagen würde, man könnte schon so ein bisschen aufpassen, ist zum Beispiel so bei Schlüpflingen. Wenn die zum Beispiel auf so einer Orangenscheibe wirklich so vielleicht mal so versinken oder so, ne? Sorgen würde ich mir da jetzt nicht machen. Ne? Das kommt halt auch darauf an, wie oft man das füttert. Wenn man zum Beispiel saure Erde hat, ist das Gehäuse dem ja ständig ausgesetzt. Das macht viel mehr aus, als wenn man einmal im Monat so eine Schnecke mit so einer Zitrusfrucht in Kontakt kommt. Komischerweise macht sich bei dem Moos da ja keiner Gedanken drum. Also es wird ja oft Moos aus dem Garten oder aus dem Wald einfach gerupft und ins Terrarium gegeben. Und das ist ja auch sauer. Ja. Ich glaube, das ist sogar, also ich habe immer das Gefühl, das ist aggressiver. Ja, denke ich auch. Mein Gefühl. Aber wahrscheinlich auch, weil es wieder immer da ist, ne? Das kommt ja auch dazu. Also das nimmt man ja dann, also das ist ja nicht nur ein, zwei, drei Tage im Terrarium. Aber nur das Moos von draußen? Ja, es heißt immer dieses Sphagnum, heißt das Sphagnum, spricht man das so aus? Ja, aber das ist ja dieses Terrarienmoos. So, genau, ne? Das sei nicht so sauer, aber das ist auch ehrlich gesagt nur Hörensagen. Aber ich finde das nicht gut. Sphagnum-Moos heißt das, glaube ich. Ich hatte das ein, zwei Mal und irgendwie
Naja. Ich habe es irgendwann unter die Erde gehoben und dann war es auch weg und ja. Ja, genau. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, ich hab schon öfter zu Leuten gesagt, nehmt euch mal ein leeres Schneckenhäuschen und legt das über Nacht auf eine Zitrone. Also wenn man wirklich Angst davor hat und man wird feststellen, da ist nichts passiert. Groß, also so. Und letztendlich muss man ja sagen, dass falls mal doch was passiert, es dann auch sowieso nur ein Schönheitsmakel ist. Stimmt, ja. Und sowieso früher oder später passiert, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja, das Haus löst sich ja nicht komplett auf oder wird brüchig oder so. Aber mit dem Alter. Also als Bodengrund würde ich es jetzt nicht nehmen, aber. Nee. Genau. So ein komplettes Terrain, so Orangenmark. Und dann so eine Badeschale mit Orangensaft. Ja, genau. Dann könnte es irgendwann kritisch werden über Monate, denke ich. Das würde trotzdem Monate dauern. Aber ja, also wir würden sagen, man kann durchaus Zitrusfrüchte füttern. Macht den Speiseplan auch nur reichhaltiger. Man hat noch mehr Möglichkeiten für Abwechslung und es gibt ja eigentlich keinen wirklichen Grund, da Angst zu haben. Genau. Fressen eure Zitrusfrüchte gerne? Die Einheimischen? Also Orangen halt auch, ja. Die Heimischen sind, ja doch auch, doch ich überlege gerade. Doch, die fressen sogar manchmal mehr Obst als die Achatschnecken, finde ich. Weil Obst ist oft nicht ganz so beliebt wie Gemüse, so im Generellen, habe ich das Gefühl. Ja, bei mir auch. Und die Amerikaner bei dir, Elisabeth? Ich überlege gerade, ob ich denen jemals schon mal Zitrusfrüchte gegeben habe. Weil wir die sehr, sehr selten im Haus haben, weil ich selbst Zitrusfrüchte total schlimm finde. Außer Zitronen. Zitronen finden jetzt meine Schnecken auch nicht so super. Nee, ich glaube, Zitrone fressen die alle nicht. Also ich habe bis jetzt noch von keiner Schnecke gehört, die Zitrone frisst. Also Zitrone habe ich noch nie gegeben. Ich könnte mal Limette ausprobieren, weil wir haben hin und wieder Limette für so Limettenwasser. Hat schon mal jemand Limette gefüttert? Das interessiert mich. Genau, erzählt mal. Ja, oder Zitrone. Genau, oder Zitrone. Sehr interessant. Ja, aber man kann dazu sagen, absolut kein Problem. Nee. Vielleicht können wir auch mal direkt dann zu dem nächsten Füttermythos kommen. Und zwar der Kohl. Die Aussage ist genauso verbreitet, glaube ich, und auch schon genauso alt, oder? Also die kenne ich auch von Anfang an. Schnecken sollen keinen Kohl fressen. Ja, die ist, glaube ich, auch schon relativ alt. Also das heißt immer, Schnecken sollen keinen Kohl fressen, weil es bläht. Ich finde das so lustig. Ja. Ja. Bitte stellt euch das bildlich vor, diese Schnecke, wie sie pupst. Ja, also ich weiß nicht, also bei mir gibt es regelmäßig Kohlrabi zum Beispiel, also da konnte ich jetzt China-Kohl, noch nichts. China-Kohl, Kohlrabi, ja. Spitzkohl, ich habe schon alles Mögliche gegeben an Kohl. Ja, ich auch. Rotkohl, alles. Keine Probleme? Nee. Okay. Außer, dass es vielleicht halt mal nicht so gefressen wird, aber... Ja, das ist ja jetzt wieder so ein Problem, wo man sagt, ja gut, wir können jetzt hier aus unserer Erfahrung erzählen, wir haben das gefüttert und haben noch keine Schnecke pupsen sehen oder dass sie danach irgendwie, irgendwie krank wurde oder so, weil sie vielleicht ja irgendwas nicht richtig verdauen kann oder so. Untersuchung gibt es dazu ja leider nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Aussage, Kohl sollte nicht gefüttert werden, kommt. Ist das nicht auch bei Nagern oder so? Ich wollte sagen, ich glaube Kaninchen, ja, und Nager auch, genau. Irgendwie aus der Richtung. Da bin ich jetzt kein Experte, aber ich glaube, man soll bei Kaninchen vorsichtig sein und langsam anfüttern, dran gewöhnen und so, halt wegen der Blähungen. Was aber auch Sinn macht, weil es sind nun mal Säugetiere und uns wesentlich ähnlicher in der Hinsicht. Als halt ein wirbelloses Tier, was völlig anders aufgebaut ist. Und was ich mir halt auch immer denke, es gibt draußen riesige Kohlfelder,
da findet man ja nun nicht ständig tote Schnecken. Also, dieses, nee, ganz ist ja, im Gegenteil. Das ja, genau, ich glaube, die Landwirte würden sich sehr freuen, wenn die Schnecken den Kohl nicht vertragen würden. Aber die haben ja im Gegensatz, die haben ja Probleme damit, dass es leider scheinbar sehr gut vertragen wird. Ich denke mir nämlich nicht, dass sich so viele Schnecken da ansiedeln würden, wenn das nicht funktionieren würde. Ja. Meinen jüngsten Zögling habe ich ja auch aus dem Blumenkohl aus dem Supermarkt. Also. Ah, guck mal. Schien ja so beliebt zu sein, dass er direkt mit auf die Reise geht. Ja. Wie süß. Ja, siehst du, der hat sich wahrscheinlich wochenlang von nichts anderem ernährt. Ja, also, ne? Wenn ja, er da so drin gesessen hat. Ja. Was war das für eine? Ja, vermutlich eine Nudelschnecke. Oder auch keine Nudelschnecke. Mittlerweile ziemlich sicher, ja. War am Anfang halt noch so klein, da konnten wir es noch nicht genau erkennen. Boah, ja, wie gesagt, ich gucke schon immer, aber tja. Irgendwie. Ja, ich habe auch noch, ich habe ja auch mal eine Nudelschnecke bekommen, die war aber in einer Futtermischung für Nagetiere. Mhm. mein Freund arbeitet für ein Versandunternehmen für Nagerfutter und da wird halt auch Futter selber gemischt und mit irgendeiner Zutat, mit irgendwelchen Körnern ist die angekommen. Mhm. Aber wahrscheinlich also, schon ziemlich zurückgezogen, oder? Weil es ja alles trocken dann, ne? Oder? Ja, ja, die war ziemlich zurückgezogen und jetzt habe ich ja, jetzt hatte diese Schnecke ja das Glück, dass mein Freund weiß, oh ja, nicht einfach raussetzen, erst Nadine zeigen. Und dann hatte ich ja gesagt, also hat sich halt rausgestellt, dass die gar nicht einheimisch ist und ja, wahrscheinlich schon mit dem Futter irgendwie gekommen ist. Sehr gute ja, Taktik, sehr gute Taktik. Vielleicht ja, können wir jetzt direkt beim Futter bleiben. Mhm. Was mir nämlich gerade so einfällt, Milchprodukte. Oh. Also es wird immer wieder berichtet von so Breien, die mit Milchprodukten angesetzt sind. Ich ja, kann aus eigen, ich glaube ne? Quark. Ich glaube Quark. Quark. Ich weiß okay, das so okay, genau, weil als ich angefangen habe, vor 10 Jahren oder so, da wurde das noch sehr, sehr stark empfohlen. Und ich habe das auch gemacht. Und ich hatte, also ich glaube nicht, dass sie das in dem Sinne nicht vertragen, dass sie daran sterben oder so. Mhm. Aber letztendlich ist es natürlich keine, ja, natürliche Ernährung ist immer schwierig. Wir geben denen ja auch nicht zu fressen, was in Afrika wächst. Da würden sie auch was anderes fressen. Aber Milchprodukte ist ja sowas ja, von unnatürlich. Also da haben Tiere keine Chance dran zu kommen in der Natur, ne? Ja, vor allem ja, Quark oder Joghurt. Ja. Aber auch Milch, ich meine, bitte stellt es euch wieder vor, ja, wie die Schnecke am Euter hängt und so, ne? Zumal Milchproduktion mich, ja, Milchproduktion per se ist ja schon nichts Natürliches. Also ja, eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz ursprünglich nimmt, ist es ja eigentlich wirklich nur Muttermilch. Und ja, kein wildes Tier frisst die Muttermilch von einem anderen Tier, soweit ich weiß. Wir? Also wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja, ja, genau. Ich habe uns jetzt nicht als wilde Tiere. Ach so. Ja, wir sind domestiziert, nein. Nein, aber so jetzt, ne, das ist ja so eine rein menschliche Idee, das zu machen. Und ja, kommt mir auch nicht sehr natürlich vor und nicht sehr sinnvoll. Hört man in letzter Zeit Gott sei Dank nicht mehr so oft. Nee, hört man wirklich nicht mehr oft. Habe ich noch nicht, aber auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr, würde ich sagen. Ja. Babys finden das Futter nicht. Das hört man oft. Das hört man noch sehr oft. Ist ja auch oft die Begründung, zu sagen, wir nehmen kein großes Becken. Ja, ich glaube, das ist auch noch so eine antiquierte Empfehlung, weil es gibt, wie gesagt, es gibt ja zahlreiche Homepages, die halt nicht mehr aktualisiert werden und da liest man das halt und dann wird das halt immer weitergegeben, ne? Babys finden das Futter nicht. Also ich suche ja nicht mehr nach Eiern, ich sammle ab und ich kann das nicht bestätigen. Das passt ja auch, du hast ja vor 2 oder 3 Folgen mal diese Studie erwähnt, dass je jünger die Schnecke ist, desto weitere Strecken sie zurücklegt und so.
Also scheinbar sind die ja sogar agiler als ältere Tiere. Ja. Und kommen damit ja auch zwangsläufig an ihrem Futter vorbei, mal abgesehen davon, dass sie es mit Sicherheit auch riechen und so. Aber selbst wenn nicht, ist so ein kleines, in Anführungszeichen, Becken, auch wenn es 1,20 oder 1,50 ist, ja dann keine Strecke für so eine Jungschnecke. Ja, und die es halt nicht finden würden, die würden in der Natur halt sterben, ne? Das ist halt auch eine Krux, zu denken, dass in der Natur immer alles überlebt. Mhm. Die legen nicht umsonst so viele Eier zum Teil. Ja, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das oft vorkommt, dass die tatsächlich ihr Futter nicht finden. Also das ist ja so ein das ist ja wirklich schon so Basis, also überlebenswichtig, dass das schon eine sehr, sehr schwache Schnecke sein müsste, glaube ich, die auch sowieso keine Chance hätte. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Einsatz zu schauen. Hatten wir doch in der Folge Selektion, glaube ich, diskutiert, dass man halt die es bis zum Futter geschafft haben, eben nicht ausselektieren sollte, sondern vielleicht eher die halt, die es nicht schaffen, aus irgendeinem Grund. Ja, ich denke, es gibt immer so schwache Schnecken, die halt nichts schaffen. Also ganz platt gesagt, die halt überhaupt nicht weit kommen. Ja. Ich habe von einer Schnecke gehört, die ist in der Tomate ertrunken. Ja, was willst du denn da noch machen? Also, Entschuldigung, aber die war ja mit Sicherheit wirklich nicht überlebensfähig. Weil Schnecken, also so in so einer kleinen halben Sherry-Tomate irgendwie ist die wohl ertrunken. Gut. Ja. Wofür selektieren wir denn, wenn wir solche Tiere durchbringen würden? Das wäre ja irgendwie total abwegig. Ja. Also, und die ist es aber doch so, dass sie über die Fühler riechen und dadurch auch ihr Futter riechen, ne? Ja, die haben ja Geruchsempfinden auf dem ganzen Fuß, ne? Ach so. Okay. Ja, ist richtig. Ja. Aber hauptsächlich an den Fühlern, oder wie ist das? Ja, es ist über den ganzen Fuß verteilt, aber an den Fühlern halt vermehrt. Okay, ja. Ja, genau. Würde ich jetzt auch nicht bestätigen. Es gibt ja sogar Leute, die setzen ihre großen Schnecken ans Futter, weil sie Angst haben, dass sie das Futter nicht finden. Ich finde auch, ich meine, man hat doch im Becken sowieso normalerweise eine Laubschicht und also Pflanzen und keine Ahnung was. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt nur das Futter an sich fressen, was man da irgendwo aufhäuft. Die fressen ja auch Laub, sie fressen Blätter von Pflanzen, sie fressen Asseln, keine Ahnung, die fressen ja alles Mögliche im Becken. Eigentlich ist ja auch überall was Essbares. Ja. Was schätzt ihr denn, wie lange dauert das, wenn ihr Futter reinlegt? Wie lange dauert das, bis die Schnecken das gefunden haben? So ungefähr. Direkt. Sofort? Also ich habe das Gefühl, dass es manchmal so ist, wenn die eh schon wach sind, ich fütter meistens abends, wenn die eh unterwegs sind, dass die sofort abdrehen und in die Richtung sich bewegen. Also nicht immer und nicht alle, aber das kommt vor. Vor allen Dingen, wenn es Eiweißfutter ist. Okay. Das war sogar bei meinen langweiligen Achatina, die ja auch sonst nur mitten in der Nacht, wenn überhaupt, mal wach geworden sind. Wenn ich da tagsüber eine überreife Banane reingelegt habe, das hat keine Viertelstunde gedauert, dann saßen die da dran. Echt? Sind die so Obstfreaks? Das sind totale Obstfreaks, ja. Ich muss zugeben, ich habe noch nie Banane verfüttert. Das muss ich mal machen. Ich glaube, das ist mehr so ein... Das ist so ein Achatina und Ach-Achatina-Ding, glaube ich, das Obst. Okay. Und gerade überreife Banane. Also Banane wurde bei mir immer von den Asseln dann gefressen, aber sonst nicht so Begeisterung. Also ich schätze mal, also bei mir geht es auch relativ schnell, dass sie das Futter finden. Also ich schätze mal so nach 15 Minuten. Also man hat schon so das Gefühl... Sind die aber dann ja schon da, ne? Ja, genau. Also man hat schon das Gefühl, man legt das rein und die machen sich auf den Weg. Ja, genau, das meine ich. Also klar, natürlich, wenn die auf der anderen Seite vom Becken sind, sie können nicht fliegen, es sind immer noch Schnecken, dann dauert es natürlich ein bisschen. Vielleicht geht es schneller mit dem Pups antreten. aber die Richtung, also man hat so das Gefühl, okay, Fühler nach hinten
aha, mhm, umgedreht und in die Richtung. Also wirklich, dass die das sofort riechen. Ja, und teilweise wirklich aus dem Tiefschlaf gerissen. Also bei meinen. Ja. Ja, sehr interessant. Deswegen, ich glaube auch, wenn eine Schnecke nicht frisst, dann liegt es nicht dran, dass sie das Futter nicht finden würde. Dann ist sie vielleicht aus anderen Gründen einfach zu schwach. Aber es wird nicht daran liegen, dass die das nicht mitkriegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder ist es vielleicht eins dieser typischen Futter, wo wir so als in Anführungsstrichen erfahrene Halter schon wissen, ah, das mögen die nicht so gerne, probier mal Gurke. Ja, genau, das wird erst nach 5 Tagen und mindestens 2 Zentimeter Schimmelschicht gefressen. Genau. Ja, ja, ja. Sein muss. Genau. Erst mal warten, ob nicht noch was Besseres kommt. Genau. Ja. Also für eine frische Möhre stehe ich hier bestimmt nicht auf, ja. Genau. Also ich habe ja gestern in der Gruppe gepostet, was es denn zu fressen gibt. Mhm. Und bei mir gibt es ja frische Spinatblätter, weil ich habe so ein indisches Curry gemacht und davon hatte ich die über. Und da wird wirklich drüber geschneckt. Aber nicht, also es wird mal so angeknabbert, aber sonst. Das habe ich mit Rucola auch. Gar nicht, ne? Was? Rucola echt? Gar nicht, nee. Das ist hier der absolute Hit. Also nach Löwenzahn kommt direkt Rucola. Ach, krass. Ja, siehst du mal. Nee, gar nicht. Also das gammelt da vor sich hin, bis es sich zersetzt hat. Also ich lasse jetzt den Spinat drin, bis was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Also ja. Der war teuer. Ich meine, das ist ja das Gute, man hat ja zur Not noch die Assel und wenn die Asseln es nicht machen, buddelt man es halt unter. Irgendwann ist es schon weg. Also. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, prinzipiell finden das Futter nicht. Also nein. Ich glaube, es ist schon, wie du sagtest, so, dass es wird als Rechtfertigung für ein kleines Becken. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob das wirklich als Rechtfertigung, sondern ich glaube schon, dass hinter dieser Aussage wirklich diese Sorge steckt. Ne? Mhm. So die Sorge, ja, die finden das auch sonst nicht. Wobei klein ja auch relativ ist. Ne? Viele Einsteiger erwarten ja, afrikanische Riesenschnecken sind riesig. Meine Schnecke hat erst 5 Zentimeter, sie ist noch klein. Wir reden hier von frisch geschlüpften gerade. Genau. Ja. Ja. Ja, also ich. Ja. Ich würde sie direkt ins große Becken entlassen. Dann müssen sie auch nicht nochmal umziehen. Na, es wird ja auch oft gefragt. Weniger Stress für die Menschen. Ja, genau. Es ist weniger Stress. Man muss nur ein Becken einschaffen. Sie müssen sich nicht umgewöhnen. Vielleicht kommt das auch daher, weil, also zumindest was ich bisher beobachtet habe, die fressen ja auch in den ersten Tagen noch nicht wirklich irgendwie Salat, Gurke etc. Die fressen ja erstmal ihre Eierschale auf und futtern sich durch die Erde nach oben und so. Mhm. Die gehen noch nicht direkt an richtiges Futter. Also teilweise gibt es auch in Gelegen sogenannte Nurse Eggs. Ich weiß nicht, was der deutsche Begriff dafür ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es da überhaupt einen für gibt. Das sind unbefruchtete Eier, die mitgelegt werden in dieses Gelege, die nur dazu dienen, dem Gelege quasi einen ersten Schwall an Nahrung mitzugeben. Und da schlüpft auch nichts draus, sondern die werden halt gefressen. Also sie fressen quasi ihre eigenen Eierschalen und diese Eier. Ja. Also man muss sich da, glaube ich, nicht so große Sorgen machen. Nein. Also ich glaube, das ist, wie du sagst, es ist ja von der Natur nicht gedacht, ich sag mal jetzt ein 400 Eier starkes Fulika-Gelege, dass die alle überleben oder dass die alle schlüpfen. Das ist ja schon Absicht. Dass du sagst, wie zum Beispiel diese Nurse Eggs oder auch, dass einfach Tiere dabei sind, die schaffen es nicht bis zum Futter, aber es liegt einfach nicht dran, dass sie das Futter nicht finden, sondern die sind einfach so schwach, die hatten nie eine Chance. Können wir direkt zum nächsten Mythos kommen?
über den ich mich immer tierisch aufrege. Es kommen noch ein paar, aber das ist einer davon. Schnecken fressen nur, was sie auch vertragen. Oder anders, Schnecken wissen, was sie fressen dürfen, wird, glaube ich, oft gesagt. Das erklärt natürlich den Erfolg von Schneckenkorn in Deutschland. Ja, das ist so mein Gedanke echt dazu. Ich meine, klar, Schneckenkorn ist konzipiert darauf, Schnecken zu täuschen, ne? Aber es funktioniert ja. Sie fressen es und sie sterben. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber ja. Ja, oder auch, ob jetzt eine Pflanze, die sie eigentlich vertragen würden, wenn die mit irgendwas behandelt ist gegen Schnecken, das erkennen die ja auch nicht. Nee. Ich rieche mich da immer tierisch drüber auf, weil ich immer denke, die fressen erstmal alles. Ja. Tapete, Küchenpapier, die knabbern Poster, an Haut, Zeitung. Wobei Haut vertragen die bestimmt. Ja, ja, das, ja, okay. Statt außer Magus, halt aber kommt darauf an, ob du sie eingecremt hast oder nicht. Ja, natürlich. Wollte ich gerade sagen, das liegt natürlich dran, ob die jetzt sauber ist oder ob da irgendwas drauf ist. Mein Hund hat immer Handcreme gefressen. Oh, krass. Also was heißt Handcreme gefressen? Aber wenn der gerochen hat, dass man sich die Hände frisch eingecremt hat, dann kam der direkt an und wollte an den Händen lecken. Total krank. Ja, das ist echt manchmal Wahnsinn, wie die sich mit ihrem Instinkt vertun. Ja. Ich glaube, dass man ihnen damit so ein bisschen zu viel, wie soll man sagen, zu viel zumutet, ne? Weil oft wird ja gefragt, ja, woher weiß ich, welche Pflanzen kann ich ins Terrarium tun und welche sind giftig für die Schnecken? Und dann heißt es immer, mach einfach mal rein, die Schnecken wissen schon, was sie fressen dürfen. Ja, also ich hab ja schon mal gesagt, also an Pflanzen tue ich ja auch alles rein. Bis jetzt hatte ich auch nie Probleme. Aber halt wirklich, also ne, nur Pflanze pur. Ich denke, das macht es dann auch ein Stück weit einfacher. Wir raten jetzt zum Beispiel auch von Kalkbrei ab. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ist ja auch wieder so eine Sache, fressen die gerne, aber wir vermuten, dass das schädlich ist. Ja. Ich denke, das liegt vielleicht aber auch daran, dass es gemischt ist. Ja, also ich weiß nicht. Also bei Pflanzen kann ich es noch ein bisschen verstehen, weil es gibt ja wirklich Pflanzen, die sie nicht fressen. Und dann wird das wahrscheinlich so interpretiert, okay, die fressen diese Pflanzen nicht, weil die wäre wahrscheinlich schädlich für sie. Das ist halt die Frage, vielleicht mögen sie sie auch einfach nur nicht. Ja, ne? Ja, kann auch aber sein. Kalkbrei ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil sie das, wenn dieser Kalkbrei, der pur mit Wasser angerichtet ist, nicht gut für sie wäre, würden sie es ja nicht fressen. Ja. Ja, aber das wäre doch die Schlussfolgerung daraus, ja, oder? Ja. Also. Ja, ja. Ich glaube, es gibt ja auch, Tiere sind ja auch manchmal auf Sachen, ja, wie sagt man das? Aber ich glaube, es Sachen, die in der Natur vielleicht auch manchmal nicht immer da sind, da stürzen sie sich vielleicht auch mehr drauf, aber sie hätten es gar nicht immer. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das könnte ich mir halt auch noch vorstellen. Wobei, Kalk, weiß ich nicht, ist ja nur eigentlich auch nicht so selten. Ja, aber gut, nicht als Brei. Ich meine, wohnt, ja. Die Kalkversorgung wird sowieso vollkommen überschätzt. In der Natur haben sie auch viel mehr zu tun, den Kalk irgendwie zu gewinnen, sage ich mal. Dann liegt das ja nicht schön weich, mundgerecht, dass man das schlürfen kann, irgendwie so einen Kalkbrei, sondern sie müssen da irgendwie einen Kalkstein annagen oder ein Ei oder ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist ja nicht so beliebt. Also, wie oft hört man, nee, an Eierschale gehen die nicht ran, das muss ich erst mörsern und einweichen. Und ja, das macht halt in der Natur auch keiner für die. Und dann gehen die halt auch nicht so gerne da dran. Mhm. Ja. Ja, ich denke, das kann man auf, wenn, dann nur für wirklich natürliche Sachen sagen, dass die wissen. Also auch nicht verarbeitet. Kalk ist zwar auch natürlich, aber er ist ja verarbeitet. Er ist ja nicht mehr in der Form, wie er in der Natur zu finden wäre. Aber hat denn Kalk überhaupt irgendeine Form von, wie soll man sagen, Geschmack?
Also normalerweise ist das ja so, dass das Pflanzen schützen sich ja beispielsweise davor, dass sie gefressen werden, mhm. wenn sie zum Beispiel Bitterstoffe produzieren. Das heißt, ein Tier probiert diese Pflanze und merkt, oh, die schmeckt bitter, vielleicht nicht giftig, sondern einfach nur bitter. Die fresse ich nicht. So. Und in dem Sinne würde sich die Pflanze ja dann davor schützen. Aber bei Kalk... Also ich habe das Gefühl, Kalk ist nur so unglaublich beliebt. Also klar, wenn die Schnecken im Wachstum sind und so, aber ich rede jetzt mal von einer ausgewachsenen Schnecke. Der ist nur so beliebt, wenn wir den schön mundgerecht matschig darbieten. Aber nicht, also ich glaube, wenn wir hingehen würden und ein Ei und einen Kalkstein reinlegen würden und sagen, wenn sie da nicht dran gehen, Pech gehabt, dann würden die auch nicht so viel Kalk zu sich nehmen. Mit dem Geschmack, ich glaube nicht, dass das nach viel schmeckt. Ich meine, ihr seid die, die Sepia-Schalen anlecken, also. Aber gut, da sind ja auch noch andere Sachen drin. Ja. Übrigens, ich habe jetzt eine, den einen oder anderen wird das vielleicht brennend interessieren. Ich habe aktuell eine große Schale im Becken und ich habe das Gefühl, es zeichnet sich ein Pinöppel ab. Oh. Ah, sehr gut. Ich muss das mal fotografieren, ob das so ist, wie ihr das meintet. Ich warte noch mal ein bisschen, weil sie nagen noch dran. Sie arbeiten noch daran. Ja. Ja, sehr cool. Also wer jetzt gerade nicht weiß, worüber wir reden, gerne noch mal in die Folge, ich glaube Kalk war's, ne? Ja. Genau, ja. Kalk und alles, was ihr darüber wissen müsst, Folge 5 reinhören. Da haben wir über das Thema Kalk geredet. Genau, aber wir waren... Pinöppel, ja. Genau. Und andere lustige Sachen. Also wir waren dabei, Schnecken fressen nur, was sie vertragen. Ja. Also wie gesagt, finde ich eine ganz schwierige Aussage. Also ja, das würde ja implizieren, dass zum Beispiel meine jetzt den Spinat nicht vertragen würden. Ja, obwohl, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber sie fressen den also, ja nicht. Ja gut, aber man kann ja nicht fressen, was man nicht verträgt und was man nicht mag. Ja. Ja, aber woher weißt du das denn? Nur weil das Tier das nicht frisst, ob es das nicht verträgt oder ob es das einfach nicht mag. Ich weiß das gar nicht. Ja. Ich weiß das gar nicht, aber beide Theorien wären möglich. Ja, vielleicht sollte man dann bei Pflanzen beispielsweise, meistens kommt ja diese Frage mit Pflanzen. Ne? Dann ja. eher sagen, wobei wir wissen ja, welche Pflanzen nicht so gerne gefressen werden und welche dann doch eher. Das ist ja jetzt nicht. Weil das ja auch wieder neu. Unterschiedlich Findest ist. Du? Ja, total. Vielleicht müssen wir da mal eine Umfrage drüber starten, welche Arten man hat und welche Pflanzen am längsten überleben. Ja, das wäre ganz gut, weil ich bin da ganz schlecht, bei mir sterben die eh und das liegt nicht an den Schnecken. Ja, was die nicht kaputt kriegen, das kriege ich kaputt, kenne ich irgendwo. Ja, genau. Also was bei mir mal sehr, sehr lange überlebt hat, waren so kleine Drachenbäumchen. Ja, genau, die das gehen. Das habe ich noch nicht versucht. Okay. Fand ich auch mal ganz cool. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Arten irgendwie. Also bei mir sind am besten die mit diesen ganz breiten, harten Blättern. Ja, genau, die hatte ich auch. Ja. Die habe ich nämlich damals aus dem Botanischen Garten geholt. Irgendwie, ich glaube, 50 Cent das Stück oder so. Und bei denen war auch mal super praktisch, als ich damals noch Eier gesucht habe. Du konntest die einfach so aus der Erde dann so rausnehmen mit der Wurzel und dann hinterher wieder einpflanzen. Das hat die nicht gestört. Ach, krass. Ja. Ja, mir tut das die immer so weh. Die sind leidensfähig, ja. Da Geld auszugeben jetzt nicht, das klingt immer so gemein. Also nicht, weil ich das Geld jetzt nicht habe oder den Schnecken das nicht gönne, aber da jetzt irgendwie groß Geld auszugeben, Pflanzen groß Einkauf zu machen und nach einer Woche ist alles tot. Das ist so. Deswegen, nee, das verstehe ich auch nicht. Es sei denn, man kauft die eh schon als Futterpflanzen, ne? Ja, ich bin so ein bisschen drauf umgestiegen, einfach das, was landläufig als Unkraut bezeichnet wird, was man halt aus dem Garten so zupft oder so, einfach da rein zum Sterben da rein zu tun. Aber das fressen sie ja dann auch. Das ist ja dann auch Fressen. Ja, genau. Ne? Das ist ja nicht in dem Sinne Deko, sondern eigentlich Futter. Nee, die fressen das oft auch, genau. Ja. Was mir gerade noch einfällt, ist,
es kommt ja hin und wieder vor, dass Fressen irgendwas Bestimmtes, Schnecken, das Fressen irgendwas. Es kommt hin und wieder vor, dass Schnecken irgendwas Bestimmtes fressen und dann plötzlich alle tot sind. Und dann wird immer so ein bisschen vermutet, ah, war das vielleicht gespritzt mit irgendwas? Mhm. Und lag das vielleicht daran? Da würde das ja dann auch nicht ziehen, das Argument. Stimmt. Ich oute mich jetzt hier mal. Das ist auch schwierig. Ja. Ja, also ich oute mich jetzt hier mal. Ich hatte vor 5, 6 Jahren ein sehr, sehr, sehr extremes Fulika-Sterben. Und ich habe bis heute nicht rausgefunden, woran das lag, weil das zog sich so durch alle Becken und durch alle Altersklassen und so weiter und so fort. Und als ich dann noch mal so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich damals sehr, sehr, sehr oft Gurke verfüttert habe. Und ich habe mir damals blöderweise angewöhnt, diese Gurke nicht abzuwaschen. Weil ich gedacht habe, passt schon, sind ja nur Schnecken, ne? Also was soll passieren, ne? Ja, und dann, als mir das so einfiel, habe ich dann wieder angefangen, die Gurken abzuwaschen. Dann war das von einem auf den anderen Tag, war das passé. Kein Tier mehr gestorben. Oh, krass. Und da könnte man ja auch wieder vermuten, okay, lag das vielleicht daran, war da irgendwas dran? Ne? Man weiß es nicht, könnte auch irgendwas anderes gewesen sein, was plötzlich vorbei war, keine Ahnung, ne? Aber die Schnecken haben es gefressen. Das ist ja so allgemein das Problem, ne? Die Pestizide sind ja meistens auch gar nicht durch einfach Abwaschen zu entfernen. Ja, aber zumindest das, was so draußen ist, ne? Also ja. 100% kriegst du das ja eh nicht weg. Von daher, ja. Ne? Aber wie gesagt, nach der Argumentation hätten sie es nicht fressen dürfen. Deswegen rege ich mich immer so tierisch darüber auf, weil dieses Argument halt so, es ist halt so nicht universell anwendbar. Ja, ich denke, es ist schon im Kern was Wahres dran, dass die schon mit Sicherheit irgendwie instinktiv so ein bisschen was wissen, was man frisst und was nicht. Aber ich sage auch immer, spätestens wenn der Mensch seine Finger im Spiel hat, wie soll denn da der Instinkt helfen? Also wenn wir irgendwas mischen, kochen, behandeln, da kann ja ein natürlicher Instinkt gar nichts mehr mit anfangen. Also woher denn? Ja. Ich glaube, bei so Breien ist es eh vorbei. Ja. Ja, zum Beispiel. Oder halt Tapete oder Schneckenkorn oder Pestizide. Das sind ja alles menschengemachte Sachen, wo die in der Natur überhaupt nicht mit in Berührung kämen. Ja, also ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, dieses Argument. Vielleicht müssen wir echt mal so eine Liste machen, was so Pflanzen angeht. Aber mal Gegenfrage, gibt es denn irgendeine Pflanze, die für die Schnecken giftig wäre? Wovon wir wissen, dass sie, wenn die fressen würden, giftig nicht wäre. Nicht bekannt, ne? Na, ich weiß nicht, wie es mit Kaffeepflanze ist. Also Koffein ist sehr schädlich für Schnecken, oder? Wer kommt denn bitte auf die Idee, eine Kaffeepflanze? Ich habe Kaffeepflanzen im Terrarium. Echt? Okay. Ja, natürlich, weil die nicht fressen. Und wenn die... Ja, cool. Ja, okay, aber wenn die nicht fressen, das ist ja was anderes. Ich meine jetzt, welche Pflanzen, von denen wir wissen, dass sie die fressen und dann deswegen sterben. Ach so. So war's. Nee, das wüsste ich jetzt echt nix. Weil das ist ja immer... das nicht, aber wir wissen halt auch... Ja. Weil das ist doch das Problem, ne? Einfach eh nicht, was das Problem... Ja, das Ding ist, wenn eine Schnecke stirbt, wissen wir ja im Endeffekt, wissen wir eigentlich fast nie, warum. Oft liegt es nahe, weil man irgendwie weiß, die Parameter haben nicht gestimmt oder so. Aber manchmal kann man ja auch nur mutmaßen. Meistens, ne? Also, ja. Ja, ja gut, selbst wenn es mal eindeutig von der Pflanze gewesen wäre, also, dass man irgendwas zum Fressen reingelegt hat und ein paar Stunden später wären wirklich alle tot, dann wüsste man ja immer noch nicht, lag es jetzt wirklich an der Pflanze oder war die Pflanze mit irgendwas behandelt, was die nicht vertragen haben. Ja.
Habt ihr eure Pflanzen vorher abgespült, bevor sie reinkamen ins Becken? Nö. Am Anfang ja, mache ich mittlerweile nicht mehr. Mache ich auch nicht mehr. Wobei ich ehrlich gesagt, ich habe auch meistens, wenn ich dann regelmäßig was einpflanze, ist eh Gollywog und die wird dann eh als Futterpflanze verkauft. Also ja. Das wäre dann schon grotesk, wenn die irgendwie, ja, gesprüht oder so. Ich habe irgendwann damit aufgehört, weil ich mir so oft diese Gewächshausschnägel schon mit Pflanzen eingeschleppt habe, dass ich mir gedacht habe, das kann so schädlich für Schnecken nicht sein, wenn da immer Schnecken dran sind. Hatte ich noch nie. Noch nie. Naja, okay, also wie gesagt, Pflanzen mit einschleppen nicht. Ja. Argument ist mit Vorsicht zu genießen. So, ja. Also, dann, ja. Ja, Entschuldigung, es gibt halt definitiv Gegenbeispiele, ne? Ja. Ja. Aber das würde mich jetzt mal wirklich, wirklich interessieren. Hat irgendjemand eine Pflanze, von der er weiß, die Schnecken haben die gefressen und sind dann gestorben? Auch wenn man es nur vermutet, das würde mich mal wirklich interessieren, weil ich weiß zum Beispiel bei meinen Pflanzen, ich hatte früher relativ oft Bromelien drin und die wurden auch gefressen und platt gemacht. Aber das war dann einfach nur sehr lecker. Ne, es hat halt nichts, es hat ihnen anscheinend nicht geschadet, ne? Das ist natürlich super ärgerlich, ne? Ja. Ja. Also falls jemand sowas hat, bitte mal melden, das interessiert mich. So, jetzt sind wir, glaube ich, mit Futtermythen eigentlich schon ziemlich durch, ne? Kommen wir zum nächsten Thema. Schnecken brauchen keine Heizung. Hatten wir eigentlich in irgendeiner anderen Folge auch schon diskutiert, ne? Oder mal dieser Mythos. Der Mythos ist ja eigentlich Raumtemperatur oder Zimmertemperatur. Ja, da. Was ist das? Ja, Zimmertemperatur, ich glaube, das hatten wir in der Folge dann auch schon gesagt. Das ist ja keine Angabe. Nee. Also, ist ja bei jedem anders. Ja, es ist halt auch sehr gefährlich, finde ich, zu sagen, Zimmertemperatur. Oder wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, was hast du denn, was benutzt du für eine Beheizung? Und der sagt, ja, Zimmertemperatur. Und dann fragt er, und dann sagt er, ah, okay. Und dann wird irgendwie weiter nachgefragt und dann stellt sich raus, die Person hat ein Terrarienzimmer, was beheizt wird auf 28 Grad. Ja. Also, ja. Das ist, ja, ja. Sowas zum Beispiel. Ja, das habe ich auch, ja, genau. Ja, richtig. Ja. Ja, vor allen Dingen Schnecken ist natürlich auch ein weites Feld, ne? Also Schnecken oder Achatschnecken, sag ich mal. Wie wir wissen, gibt es da ein paar hundert oder ein paar tausend mit verschiedensten Ansprüchen. Also kann man das sowieso schon nicht so allgemein sagen. Ja. Also ich glaube, das Thema können wir ziemlich kurz abhaken. Ja. Messt einfach eure Zimmertemperatur. Dann habt ihr eine Zahl. Und mit der Zahl könnt ihr dann was anfangen. Dann werdet ihr sehen, wie hoch ihr eure Becken, also welche Temperaturdifferenz ihr überbrücken müsst oder auch nicht. Genau. Ja. So. CO2 sammelt sich unten im Becken und Schnecken sterben daran. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, meine Leben. Die müssten bei mir alle tot sein. Ja. Ja. Also, es gibt keine Untersuchung darüber, zum Beispiel aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie ist das bei dir mit den Aquarien? Dann hätte ich nicht schnell. Ja, ich habe ja nur Aquarien mittlerweile, hatte ich ja mal erzählt. Und ich fütter manchmal auch tagelang nicht, weil ich noch so viel drin ist oder so. Also ich mache nicht mal den Deckel auf für 3-4 Tage, wenn es ganz, also, ne? Und das seit Jahren. Und ja, ich habe Schnecken, die sind halt mehrere Jahre alt. Sie sind offensichtlich nicht erstickt.
Ja. Und die halten sich auch unten auf, nicht nur oben. Ja, nee, die verbuddeln sich auch in der Erde. Die machen ja auch teilweise Trockenruhe. Also liegen über Monate unten am Boden. Ja. Starre. Ja, ja. Starre, oh, Entschuldigung, ja. Stimmt. Ich finde das auch immer noch so. Also vielleicht können wir noch mal kurz sagen, CO2 ist ja schwerer als Luft, das heißt, es sinkt nach unten. Und die Argumentation hinter dieser Aussage ist, dass sich das CO2, was die Schnecken quasi veratmen, unten im Becken ansammeln und dann dazu führt, dass sie, ja, wie soll man sagen, betäubt oder lethargisch sind oder sterben im schlimmsten Falle. Also ich finde das, also ihr merkt es, ich finde das so absurd, dass ich da gucken muss, dass ich nicht lache. Das ist ein bisschen gemein. Die Erklärung klingt ja eigentlich sogar ziemlich logisch. Ja, finde ich auch. Aber die Praxis zeigt einfach, es ist noch nie, also wenn das stimmen würde, wie kann das denn dann funktionieren? Man hält ja viele Tiere auch in Aquarien, auch Wirbeltiere und ja, da ist noch nie irgendwas. Ich habe noch nie von so einem Fall gehört. Auch nicht bei Tieren, die potenziell vielleicht sogar mehr veratmen. Also weiß ich nicht, manche halten ihre Mäuse, ihre Ratten in großen Aquarien oder was auch immer. Und die ersticken ja auch nicht. Also mit Nagern kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Bei Nagern könnte ich mir das sogar noch eher vorstellen. Also ich weiß, Zwerghamster zum Beispiel werden fast nur noch in Aquarien gehalten und funktioniert. Weil die halt viel Einstreu brauchen. Das ist ein bisschen wie bei uns mit der Erde. Auf jeden Fall, noch nie von gehört, von einem bewiesenen Fall. Und was ich mir auch nicht vorstellen kann, dass so Tiere, die sich viel auch unterhalb der Erdoberfläche aufhalten, wie jetzt Schnecken oder ja auch die Zwerghamster, das würde ja dann auch in der Natur nicht funktionieren, wenn die sich unter der Erde da ihre Höhle bauen, da vergiften die sich ja dann auch selbst oder was? Also. Stimmt. Ja, hast du recht. Stimmt, Schnecken liegen unter der Erde, verdeckeln sich noch, kriegen nur Luft durch so einen Minischlitz. Und es reicht ja trotzdem, ne? Für Monate. Ja. Vielleicht können wir auch noch mal kurz sagen, der Sauerstoff oder die Zusammensetzung der Luft hat Luft hat ja einen Sauerstoffgehalt von ungefähr 21%. So. Mhm. Der Großteil ist Stickstoff, das ist vielen gar nicht so bewusst. Und dann kommen noch so ein paar Edelgase, Reste und so weiter. Mhm. Und das CO2, also das Kohlenstoffdioxid, das die Schnecken ausatmen, das auch wir ausatmen, ungefähr 0,04% der gesamten Luft ist Kohlenstoffdioxid, 0,04%. Okay, das ist echt wenig. Sauerstoff 21%. So, jetzt können wir mal kurz überlegen, wenn wir das jetzt, ist natürlich jetzt doof, dass ich jetzt den Mensch als Beispiel nehmen muss, aber ich weiß jetzt nur die Daten vom Menschen, wenn wir Luft einatmen, und das, was wir wieder ausatmen, die Luft, die verbrauchte Luft, die wir wieder ausatmen, hat immer noch 16% Sauerstoff. Also wir selbst verbrauchen da nur 5% von. Wie viel soll denn so eine Schnecke verbrauchen, dass das so ansteigt, dass sie daran sterben? Also, das ist. Ja, das da kommt muss dann auch noch eine Schnecke dazu, schon verdammt lange atmen. Ja. Genau. Vor allem, man hantiert ja auch im Becken, sorgt er dann für Zirkulation. Ja, wollte ich gerade sagen. Irgendwann legt man halt Futter rein, wäscht die Badeschale aus, gräbt den Boden um, keine Ahnung, pflanzt was ein und damit hat man alles wieder aufgewirbelt und. Ja. Ja, dann müssen sie wieder von vorne anfangen, das wegzuatmen. Da müsste man sie vermutlich über Wochen in einen kleinen luftdichten Behälter stecken oder so, aber das ist ja eh nicht realistisch, weil dann hätte sie vorher schon andere Probleme als den Sauerstoff. Also das erschließt sich mir nicht, dass sie,
Also ich würde sagen. Ich glaube, es ist wieder so entstanden. Ich kann mir das vorstellen, dass das wieder so ein Erklärungsversuch ist. Meine Schnecken lagen alle lethargisch auf dem Boden. Woran könnte das liegen? Ja, ich Und habe das mal dann hört online man halt das. gelesen irgendwo. Ich habe das mal online gelesen, da hatte jemand ein Terrarium und der hat das genauso gesagt wie du, meine Schnecken sind irgendwie faul oder so. Und dann hat er gesagt, hat er mehr für Belüftung gesorgt und dann wären die Schnecken aktiver gewesen und er hat das auf das CO2 zurückgeführt. Aber das ist halt sowas, wo ich zum Beispiel sage, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Und das müsste ja bei mir oder besonders bei dir, müsste das ja dann auch eintreten. Ja, zumal wenn ich mehr belüfte, dann ändere ich ja damit auch noch andere Sachen. Dann habe ich vielleicht weniger Luftfeuchtigkeit, niedrigere Temperatur und vielleicht war einfach da auch der Faktor, dass vielleicht war es zu warm oder weiß man jetzt nicht, ist jetzt nur Spekulation, aber man ändert ja nicht nur diese CO2-Gehalt dadurch, sondern auch ganz viele andere Sachen und da kann man dann nicht draus schließen, dass es das eine jetzt war. Ja, nee, also ich habe wirklich gar keine Probleme damit. Also CO2-Gehalt im Luftdurchschnitt nicht die 0,04%. Also ja. Kommen wir zum nächsten Mythos. Schnecken ertrinken in der Badeschale. Deswegen sollte man keine tiefen Schalen zur Verfügung stellen, sondern nur flache. Das ist ja mein Persön das ist mein Per ich weiß nicht warum, aber das ist ja mein persönliches Aufregerthema. Und ich weiß nicht mal, warum ich das so aufregt, weil es ist ja noch nicht mal super wichtig, diese Badeschale ist ja nicht überlebenswichtig oder so. Aber mir tut es irgendwie immer so leid, wenn ich da so Riesenschnecken sehe, die dann in so einer Badeschale mit einer Tiefe von 2 Millimetern irgendwie so durchschnecken und irgendwie gerade so nasse Füße kriegen. Da denke ich immer so, das ist doch keine Badeschale, das ist maximal ein Fußbad. Ja gut, sie haben ja auch Also nicht viel mehr als einen nicht. Fuß. Ja, das denke ich dann im nächsten Jahr, das stimmt schon. In dem Fall natürlich. Aber also, ja, das sieht immer so erbärmlich und so mickrig aus. Und ich denke immer, ach Gottchen, das ist so, weiß ich nicht, als würde ich im Babypool sitzen und sagen, ich gehe schwimmen. Soll es auch Dabei, geben. wie gesagt, eine Badeschale ist ja nicht überlebensnotwendig oder so. Deswegen ist es jetzt auch gar nicht so tragisch, aber irgendwie, weiß ich nicht, tut ihm immer leid. Wenn so dieses ganz flachen Wasserschalen, da habe ich immer direkt so ein Geräusch im Kopf, wenn ich das sehe, weil ich das Gefühl habe, wenn die Schnecke da reinkriecht, ist das Wasser sofort aufgesogen irgendwie. Durch den Fuß. Ein Schluck getrunken und weg. Ja. Also wir hatten ja in Folge 1 oder 2 oder so, hatten wir, glaube ich, über 2 was, glaube ich, über die Ausstattung geredet. Und da habe ich gesagt, dass ich diese Pflanzenuntersätze nehme als Badeschale. Genau die, über die du dich aufregst. Und ich habe aber damals gesagt, in Ermangelung einer besseren Alternative. So, und dann hast du mir gesagt, dass man ja einfach diese Haribo-Dosen, waren das, ne, nehmen kann. Waren Ja, das diese Dosen? genau. Genau, und dann fiel mir ein, Ja, die boah, habe ich, ja. ich habe ja noch so eine Fauna-Box. Ne, und Ja, genau, stimmt, ja. jetzt habe ich in meinem Becken einfach diese relativ. Ja, sie ist jetzt eigentlich klein, aber wenn man sie mit Wasser füllt, ist sie groß. Diese Fauna-Box stehen und das kommt super an. Also wirklich super. Man muss nicht ständig Ja. nachfüllen, die kippen das nicht um, die Luftfeuchtigkeit ist viel besser. Also kann ich nur empfehlen. Mir Wir ging das trinken auch da so, auch nur nicht irgendwie drin. zu beobachten. Ja. Ja, in der alten Gruppe hatten wir ja sogar zum Beispiel Blumenuntersetzer bei Badeschale stehen, vor Jahren schon. Irgendwie, weil es einfach auch viele machen. Und ich habe es am Anfang auch so gemacht. Aber den Blumenuntersetzer, den füllst du doch auch dreimal am Tag nach. Also das finde ich total unpraktisch auch. Der ist immer leer. Ja, oder also bei mir ist es halt auch vorgekommen, dass sich die Schnecken halt darunter eingraben und dann kippt es halt Ja, um. das auch. Und wenn du einen Boden hast, der sowieso schon zur Versumpfung neigt,
dann ist das zwar nicht viel Wasser, aber wenn du das einmal am Tag nachfüllst und jeden Tag wird das umgekippt, dann sammelt sich das halt auch an. Ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, was vielleicht, woher diese Versumpfung kommen könnte. Ja, auf jeden Fall, kann ich mir auch vorstellen. Wobei, ich muss noch sagen, zu dem Thema Schnecken ertrinken oder ertrinken nicht, Schnecken können ertrinken. Das finde ich, muss man schon sagen. Ja. Aber erfahrungsgemäß sind das dann wieder so Schlüpflinge, die irgendwie auch sonst nicht fit waren oder so. Habe ich ja eben schon erzählt, mit der in der halben Tomate ertrunken. Ja, der Schnecke kann man auch nicht mit einer flachen Badeschale helfen. Ja. Also es kommt schon vor, aber eigentlich, also bei adulten Tieren eigentlich nicht. Nein. Würde ich sagen. Eher Schlüpflinge. Ja. Ja. Wie ist es mit Asseln? Und was manchmal vorkommt, ja, die ertrinken. Aber ich finde, die ertrinken auch zum Beispiel Schleichwerbung hier, Haribo-Boxen. Natürlich gehen auch Boxen jeder anderen Firma. Denn die sind halt nur so bekannt. Da weiß jeder, was ich meine. Die können aber auch von Tupper sein oder da können Erdbeeren drin gewesen sein. Keine Ahnung, alles geht. Ich finde, da ertrinken weniger Asseln, wenn man sie halt einfach, also man kann sie ja nur halb einbuddeln, so mache ich das, sodass die Asseln gar nicht so ebenerdig da einfach reinlatschen können, sondern so eine Hürde haben. Und seitdem ertrinken weniger. Nicht keine, aber weniger. Gut, dass wir darüber reden, finde ich, weil das finde ich wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Sehr guter Tipp. Ja, weil die können, also Asseln können ja kein Glas oder Plastik so einfach hochgehen. Außer es ist sehr dreckig, dann geht das. Aber wenn es glatt ist. Und so, wenn man das dann, die Badeschale am besten auch noch so hinstellt, dass kein Ast da drüber verläuft oder so, weil sonst fallen die vom Ast da rein. Die sind wirklich nicht helle. Und aber dann kommen eigentlich nur noch die rein, die auf einer Schnecke sitzen. Aber da kannst du halt dann wirklich nichts mehr gegen machen. Ja, also irgendwann ist dann auch Ende, ne? Also. Weil wenn die auf dem Häuschen sitzen und die Schnecke kriecht da rein, dann sind sie drin, ja. Man kann halt nicht alle retten, ja. Nee. Also bei den Adulten muss man sich, oder bei den Größeren muss man sich keine Sorgen machen. Die können sehr, sehr, sehr lange die Luft anhalten, sehr lange. Was ich auch schon gesehen habe, was ich immer ganz süß finde, ist, wenn Leute fragen, ja, meine Schnecke schläft mit dem Kopf im Wasser, ob sie dann ertrinkt. Ja. Also, ich finde die Frage wirklich total süß. Also, das ist wirklich, das muss euch nicht peinlich sein. Ja. Ich finde die total niedlich, diese Frage. Ihr müsst euch nur bewusst sein, die Schnecken atmen nicht vorne am Kopf, sondern sie atmen halt durch das Atemloch am Haus. Und das ist ja in dem Fall dann ja über Wasser, ne? Also eigentlich machen sie quasi so eine Art von Waterboarding. Ich habe aber beim ersten Mal damals, ich kann mich gut dran erinnern, als ich das gesehen habe, wie so eine Schnecke da mit dem Kopf unter Wasser hängt, da habe ich auch kurz Angst gekriegt. Ja. Weil man im ersten Moment, selbst wenn man das weiß, aber das ist einfach so, das ist so für uns so logisch, dass man durch Mund oder Nase atmet, dass man sich das dann wieder ins Gedächtnis rufen muss, wenn man das sieht. Weil es sieht schon irgendwie merkwürdig aus, wenn über Stunden dieser Kopf im Wasser hängt. Ja, und dann ziehen die Fühler ja oft ein. Das sieht dann sowieso schon so halbtot aus irgendwie. Ja, wirklich. Also meine machen das nicht. Aber die sitzen aber oft so halb mit dem Häuschen so im Wasser irgendwie. Das ist natürlich der Vorteil von Pflanzenuntersetzern. Da können die natürlich unterwegs noch atmen, ne? Ja, gut, aber so eine Schnecke könnte da auch durchkriechen. Also können bis zu 24 Stunden die Luft anhalten. So lange? Oh, krass. Ja. 24 Stunden, krass. Also es kommt natürlich auf die Größe der Schnecke an, aber wenn du so eine ausgewachsen hast, du musst ja auch bedenken, haben ja quasi, wenn sie das Atemloch verschließen, da so einen Luftspeicher, sag ich jetzt mal, den sie erstmal veratmen können, ne? Deswegen. Das ist auch interessant, zum CO2 sinkt zum Boden. Dann hätten die ja noch 24 Stunden Zeit, nach oben zu kriechen, selbst wenn die Luft ausgehen würde.
Ja, eigentlich schon. Ja. Was ist jetzt, wo du das so Ja, sagst? wobei, wenn sie das Aber Atemloch aufmachen, strömt ja wieder diese CO2-haltige Luft ein, ne? Ja, gut. Aber ja. Aber eigentlich ist das Was ich kein ganz Problem. interessant finde in dem Zusammenhang, wir hatten ja mal ein Mitglied in der Gruppe, der in Thailand lebte und wo die Schnecken halt, wo er immer erzählte, dass die Schnecken ihm, also das waren Lysacharthina fulica, die leben da in der Natur und er hatte die halt im Garten und die sind halt quer durch den Gartenteich getaucht, Echt? hat er öfter Daran kann erzählt. ich mich gar nicht erinnern. Das ist sehr interessant. Doch, ich weiß Also das auch noch. so durchgekrochen quasi. Ja, genau, weil Interessant. kürzester Weg, keine Ahnung, oder vielleicht Algen gefressen, ich weiß es nicht, was sie gemacht haben, aber ja. Es war jetzt, glaube ich, kein Riesenteich. Aber gehen die bei dir in die Box auch richtig auf den Boden rein? Ja? Ja, wobei ich muss sagen, diese Boxen, da bin ich gar nicht mehr so 100, also ich finde die von der Tiefe super, aber die könnten ein bisschen größer sein, von der Grundfläche, Größer. ne? Weil, ja, irgendwann halte ich sie im Aquarium. Nein, aber. Ja, weil es passt halt nur eine Schnecke auf den Boden, wenn du große Arten hast. Was sollen die sich da treffen oder was? Ja, manchmal wollen da auch drei rein und dann sitzen die am Okay. Rand und Ja, musst du dir dann. doch so Ja, ein ist ein Poly, wie heißt es, so ein Luxusproblem, oder? Paludarium oder wie die heißen, mit Land Ja. und dann mit Wasserteil anschaffen? Das würde ich ja super gerne mal machen. Also das habe ich tatsächlich auf meiner To-Do-Liste. Aber erst wenn ich wieder, also wir sind ja beim Renovieren, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Und deswegen im Moment ein bisschen mit Platz. Also da kommt noch mehr Platz, sagen wir so. Und da Ja, würde ich das gut. super gern mal probieren. Ich meine, im Aber da muss man Endeffekt. natürlich beachten, dass der Land, also da würde ich jetzt nur den Landteil als wirkliche Größe vom Becken berechnen und den Ja. Rest quasi als Bonus dazu. Ja. So, das würde ich jetzt dazu sagen, weil ich denke nicht, dass man so, wenn man da jetzt 1 Meter Wasseranteil hat, also es wäre nicht fair, das jetzt dazu zu rechnen, zur Grundfläche. Das darf man nicht vergessen, weil Ja. es wird ja manchmal auch gefragt, ob man so da so ein Wasserteil reinmachen kann. Finde ich ja in dem Sinne ganz cool. Aber es nimmt halt auch einfach Platz weg, ne? Und ich weiß nicht, ob Genau. das dann wirklich rechtfertigt. Also wenn man ein Riesenbecken hat, dann auf jeden Fall. Das wäre bestimmt schon ziemlich cool. Also ich denke, wenn Ja. man sowas plant, dann muss man wirklich in die Planung reingehen, als wären das quasi zwei Becken, die man da verbindet. Meinetwegen kann man ja in den Wasserteil Blasen schnecken, weiß ich nicht, ob das noch setzen oder zumindest pflanzen oder so, dass es was hübsch aussieht. Meinst Aber quasi so man, auf zwei also man, ich. Etagen? Nee, schon nebeneinander. Also schon, dass das ein langes Becken ist. Also Ach keine so, Ahnung, ich okay. weiß Ja, es ja, auch nicht. ja. So große Becken gibt es zwar wahrscheinlich gar nicht. Müsste man Ach, das vielleicht mit einer gibt's kleinen Art alles. Ja. versuchen. Ah, geben tut's alles, klar, sonst fragt man einen Glaser. Dann gibt es das, wenn man es bestellt. Aber ja, ich denke, man muss das so gedanklich ein bisschen trennen. Diesen Wasseranteil darf man echt nicht dazu rechnen und nicht denken, oh ja, das Becken hat ja jetzt 3 Meter. Sondern nein, der Landteil ist jetzt keine Ahnung. Also jetzt, ich übertreibe jetzt noch ein Ich wollte gerade bisschen, ne? sagen, 3 Meter. Aber. Also wieso, wie groß soll denn der Wasserteil sein? Nein, aber oder dass man sagt, das sind insgesamt, weiß ich nicht, man braucht ja schon ein großes Becken, wenn man dann wirklich Achatschnecken da drin halten will und noch ein Wasserteil. Da braucht man schon, glaube ich, wirklich ein großes Becken. Aber 3 Meter? Also ich denke, Guck mal, wenn du jetzt drei nein, Meter drei machst, nicht. ja, ich wollte gerade sagen, da hast du 1,5 Meter Wasserteil, 1,5 Meter Landteil. Ja, Da kannst du schon was drin halten, ne? ich meine, ich glaube, ich würde Tja. einfach weniger Wasser machen. Aber 1,5 Meter Landteil finde ich je nach Art gar nicht so abwegig, ne? Ja. Ich meine, so Das 1,20, stimmt. 1,50 braucht man ja Ja. oft schon, je Ja, ja, nachdem, ja. ne? Deswegen Deswegen, sagte ich gerade 3 Meter, also ist doch okay. ja, mal schauen. Also ich habe da gar, irgendwann gehe ich das bestimmt mal an. Ich finde das super Ja. spannend. Ich wüsste auch einfach gern, wie viel Zeit die davon im Wasser verbringen. Das würde mich so interessieren. Aber gut, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Also ich habe noch nie eine ertrunkene Schnecke
gehabt, außer die, die ich selber ersäuft habe. Ja, wenn ich das jetzt sage, ich habe noch nie eine ertrunkene Schnecke gehabt, und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber in Folge 7 hast du erzählt das. Ja. Ne, das ja. Ist, ich leugne das ja auch nicht. Ne? Aber also, das ist ja aber auch der Beweis, dass sie ertrinken können. Also es ist ja schon ja, so. Ja, und Schlüpflinge ertrinken ja auch schon mal. Das ja. Passiert einfach. Das habe ich auch schon gehabt. Das habe ich auch schon gehabt, tote Schlüpflinge in der Badeschale. Ja, aber bei mir war es ja auch so, dass ich ja. Eher habe Wasser auch ins Atemloch spritzen müssen. Ne? Das ist ja dann nochmal. Aber wahrscheinlich, wenn du sagst, es hat mit der Größe zu tun, wie lange sie die Luft anhalten können, ja. Ist das natürlich auch irgendwie logisch, dass Schlüpflinge eher ertrinken. Ne? Ist das denn, wir sagen ja immer Schlüpflinge direkt ins große Becken. Jetzt haben wir vorhin schon mit dem Mythos in Anführungsstrichen aufgeräumt, finden das Futter nicht. Ist denn für euch eine tiefe Badeschale eine Gefahr für Schlüpflinge im großen Becken? Also ich eigentlich sag mal, nicht. Nee, also es kommt ab und zu vor, dass mal ein, zwei ertrinken. Aber dann spreche ich auch wieder von Gelegen von 200 Eiern oder so. Also für mich ist das Selektion irgendwie auch ein Stück weit, muss ich ehrlich sagen. Was ich nur nicht mehr mache, ist dann Heilerde mit in die Badeschale geben, wenn ich da so ganz kleine Minis rumflitzen habe. Wieso? Weil die kriechen tatsächlich auch dann bis unten hin und dann kommen die einfach aus diesem Schlamm nicht mehr raus. Ah, okay. Ah. Ist vielleicht sogar noch mal gefährlicher als Wasser, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist auf jeden Fall gefährlicher. Als ich dann wieder klares Wasser, also da waren mir wirklich viele dann ertrunken. Und als ich dann wieder nur klares Wasser drin hatte, hörte das schlagartig auf. Es wird ja auch irgendwann, wird das ja auch immer fester, ne? Wenn das so ein bisschen eintrocknet, ne? Dann sind die ja nachher noch konserviert. Ja, das war schon komplett unter Wasser, aber das ist ja so ein bisschen, ich weiß. Ja. ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt mit der Speisestärke und dem Wasser. Das ist ja auch so eine ganz komische Konsistenz. Wenn du da schnell drauf haust, ist es wie fest und wenn langsam, ist es halt wie flüssig. Also, ach so, so du meinst das jetzt als Beispiel. Auch. Du meinst jetzt nicht die Speisestärke bei den Schnecken rein. Nein, okay. Nein. Das ist schon gerade, so habe ich ja noch nie gehört. Einfach. Nee, ja, okay. Das ist ja wie Mehl, das macht man nicht. Nee, aber ein guter Tipp. Also vielleicht können wir da auch direkt ins nächste Thema einsteigen, was mir nämlich gerade einfällt, wo du sagst, nämlich Heilerde. Weil Heilerde und zum Beispiel, wie heißen diese Blätter nochmal? Seemandelbaumblatt. Genau, ja. Wird ja, ist inzwischen so ein Hype. Muss man sagen. Ne? Es ist so ein Hype gegen alles eigentlich. Ja, meine Schnecke geht's nicht also gut, gib der mal Seemandelbaumblätter. Ja. Ist so. Parameter braucht man gar nicht nachfragen. Beckengröße interessiert nicht. Heilerde rein. Wobei Heilerde, der Trend ist schon fast wieder vorbei. Ne, sondern eher... Ja, der ist schon älter. Im Moment ist Seebaum, Mandel, Dingens, Blatt, ja. Und Thymian, ja, glaube ich, auch. Ja, können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken. Ja. Ich weiß nicht. Ist kein Wundermittel. Ja, es kann wahrscheinlich nicht schaden. Aber... Ja, es hat bestimmt auch Nährstoffe. Also so jetzt rein zum Thema Ernährung. So kann zu einer abwechslungsreichen Ernährung vielleicht irgendwie sogar. Aber ja, sag mal, Elisabeth, halt diese Seemandelbaumblätter, die benutzt man doch auch in der Aquaristik, oder? Ja. Wofür benutzt man die da? Also ich kenne die ursprünglich auch weniger als Medikament in Anführungsstrichen, sondern wenn man Schwarzwasserfische hält. So wie den roten Neon zum Beispiel, die einen relativ niedrigen pH-Wert brauchen und die eben auch aus Gegenden kommen, wo viel auch Blätter im Wasser sind, wo sich eben diese
Gerbstoffe und so anreichern. Ah, daher kommt es. Ja, und das hilft dann aber auch nicht, wenn man da ein so ein Plättchen in so ein Aquarium reinwirft. Also. Homöopathische Dosen. Ja, genau. Auch gegen Bakterien? Das soll wohl auch gegen Bakterien und Pilze helfen. Ja, aber jetzt nicht so direkt, glaube ich, sondern Fische haben ja auch so eine Art Schleimschicht auf den Schuppen noch. Oder einige Fische zumindest. Und das regt irgendwie die Fische an, die Schleimschicht zu verdicken, erneuern, was weiß ich, irgendwie so. Also es ist schleimbildend. Ja, okay, also da kann ich das Argument sehr gut nachvollziehen. Wollte ich gerade sagen, wenn du jetzt von Schleim anfängst. Ja, aber da weiß ich halt dann gar Entschuldigung. nicht, ob das jetzt für Landschnecken so gut ist. Also. Ich muss da gerade mal, da fällt mir noch eine Geschichte zu, wenn du gerade Schleim sagst. Was war das? Thymian-Tee ist schleimlösend oder wie war das? Oder irgendein Ja, Tee auf stimmt, jeden in Fall. Bronchien Und zumindest, ja. ja, so. Und dann, das fand ich auch so süß. Und das meine ich wirklich nicht abwertend, sondern ich fand es wirklich süß. Hat halt mal jemand gefragt, also hatte halt diesen Tee empfohlen bekommen für die Schnecken und hat dann halt gesagt, ja, aber der ist doch schleimlösend. Da kann ich doch nicht nur so. Das fand ich irgendwie ganz süß, den Gedankengang. Also, ja. Ich glaube, das ist auch was, wo man wirklich noch mal ein bisschen mehr hinterher recherchieren sollte. Ne? Also, ich kann da jetzt, ich habe mich da jetzt nicht drauf vorbereitet, weil ich da jetzt ganz spontan drauf gekommen bin. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber was man sagen kann, ist, es ist halt nicht das Allerheilmittel, als dass es irgendwie in letzter Zeit so verkauft wird. Ne? Ja, das finde ich auch wichtig. Also es mag, es gibt mit Sicherheit Pflanzen mit antibakterieller Wirkung und und. Das ist ja teilweise auch nachgewiesen, aber erstmal braucht man ja auch, also ganz wichtig finde ich immer Ursachenforschung und manchmal wird es halt wirklich so verkauft, wie hilft gegen alles und man muss eigentlich gar nichts anderes mehr tun. Ja. Sind wir da nicht im Moment besonders sensibilisiert wegen Corona? Nimm diese Vitamintablette, da musst du dir wegen Corona keine Sorgen mehr machen. Ja, der Naja. Markt ist riesig, dieser mit solchen Sachen. Ich kann das auch verstehen, dass man so das Bedürfnis hat, so eine Hausapotheke für seine Tiere zu haben. Also so dieses Gefühl, ich kann was tun und aber es ist halt einfach, ja, es ist halt kein Wundermittel und es ist nicht erforscht vor allen Dingen und vor allen Dingen nicht an Schnecken. Also es hat ja niemand mal eine Studie dazu durchgeführt, der Effekt von Seemandelbaumblattsud auf Lysarachidina fulica oder so. Es ist halt Spekulation. Es ist die Hoffnung, dass es was Es hilft. Man kann das machen bestimmt, aber. ist wahrscheinlich auch wieder sowas, was aus anderen Bereichen rübergeschwappt ist und das man dann übertragen hat. Zum Beispiel aus der Aquaristik. Ne? Ja. Ja. Naja. Ich weiß auch nicht, inwiefern das mit der Aquaristik belegt ist, also die Wirkung, muss ich sagen, weiß ich nicht. Aber Meistens sind die selbst doch wenn, dann ist es ja schon im relativ Wasser, es gut ist ja. dabei. Ja, kann sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber trotzdem, selbst wenn es belegt ist, lässt es sich ja nicht eins zu eins auf Landtiere dann übertragen. Ja. Und dann noch auf einen Weil vollkommen anderen diese Organismus von Fische Fischen auf leben ja, Schnecken, genau, diese Fische leben ja auch in dem Wasser, 24/7, ne? Das ist ja auch nochmal was anderes. Ja. ja, und da ist es dann auch bis egal, ob das ein bisschen austrocknend wirkt, weil da ist ja genug Wasser Ja. drumrum. Also. Ja. Also, was wir eigentlich sagen wollen, wir wissen nicht viel darüber, aber glaubt nicht daran, ich gebe denen das jetzt und damit ist es dann okay. Na, also es, Genau. ja. Und immer, ich finde immer skeptisch sein. Genau, skeptisch sein. Ja,
Ja, ich wollte sagen, immer skeptisch sein, wenn jemand überhaupt nicht nachfragt und gar nicht nach Parametern fragt und nach Haltung und nach Alter und nichts und dann was empfiehlt, das würde ich erstmal gar nicht glauben. Und ohne Weil, Foto. da, also man kann, ja Ja. genau, am besten nur meine Schnecke bewegt sich nicht und dann kommt direkt, dann gib mal das und das. Das kann nicht annähernd irgendwie stimmen, weil es einfach geraten ist. Ja, ist vielleicht Ja, und nett teilweise ist gemeint, es auch. aber Entschuldigung. Ja. Ja. Teilweise kann es auch gefährlich sein. Das habe ich jetzt zum Glück bisher nur einmal gelesen, aber irgendwer schlug irgendwo mal Teebaumöl vor. Und das Zeug ist zumindest für Wirbeltiere hochgradig giftig. Okay. Also, Teebaum, das kann ja nur ein Missverständnis gewesen sein. Der meinte bestimmt was anderes, oder? Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja viele Leute, die das auch dann auf ihre Pickel schmieren und auf sonst irgendwas. Und ja, ich weiß nicht, wie es auf Schnecken wirkt, aber ich finde es halt, also nur weil jetzt was pflanzlich ist und naturheilkundlich und so, heißt das nicht, dass das ungefährlich ist. Deshalb würde ich da auch immer ein bisschen vorsichtig bleiben. Also man sollte es sich halt immer gut überlegen, ne? Und es sollte einem auch schon irgendwie ein bisschen der gesunde Menschenverstand sagen, dass wenn 100 Leute fragen, meine Schnecke hat dieses, meine Schnecke hat jenes und die Antwort auf alle 100 Fragen ist, sehe meine Baumblätter. Das kann nicht sein. Also, naja, ich würde sagen, wir kommen zum Ja. nächsten Mythos und Ja. zwar, Schnecken mögen gerne duschen. Ja. Der ist auch so alt wie die Schneckenhaltung, glaube Ja, ich. wir gehen in uns und versuchen uns zu beruhigen. Ja. Wobei, ich finde ja, es kommt nicht mehr so oft vor. Also, Ja. um das mal vorwegzunehmen, Ja. nein, sie mögen das nicht. Und es hat sich ja ziemlich durchgesetzt, dass das nicht mehr so gemacht wird, habe ich das Gefühl. Ja, Ja. ich glaube, dass wenn sich jemand wirklich informiert, wird er früher oder später auf diese Aussage stoßen. Wenn jemand sich vielleicht noch ganz am Anfang steht und vielleicht noch nicht so weit in die Materie vorgedrungen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das so den Eindruck macht, die mögen das. Ich oute mich nochmal, ich habe das am Anfang auch gemacht. Weil ich gedacht habe, die mögen das. Also für mich war das, ich habe das auch interpretiert als die mögen das, bis ich mich damit näher beschäftigt habe. Und diese Erklärung, dass sie eben diesen Wasserstrahl, Schnecken können ja sehr schlecht sehen, ne? Und diesen Wasserstrahl eben als, ja, wie so eine Art Wand wahrnehmen und dann daran versuchen hochzukriechen, klingt schlüssig, finde ich. Ja, um das mal zu erklären für alle, die das noch nicht gesehen haben, vielleicht. Also, wenn man die Schnecken unter so einem Wasserstrahl hält, kommt sie aus dem Haus, wenn sie nicht schon aus dem Haus ist. Also, sie ist raus und sie streckt ihren Kopf hoch und bewegt quasi ihren Kopf so, ne? Also, sie ist dann sehr aktiv. Und das wird, Ja. Aktivität wird irgendwie dann gleichgesetzt mit Freude. Was ja eigentlich auch, wenn man da mal drüber nachdenkt, nicht unbedingt so ist. Also, dass ein aktives Tier immer sich wohlfühlt, ist es ja auch oft andersrum. Und ja, das wurde irgendwie ganz viel empfohlen bis vor ein paar Jahren. Ich habe das am Anfang auch geglaubt, aber nicht gemacht tatsächlich. Also, ich habe, als ich auf Achatschnecken aufmerksam wurde, habe ich auch noch so erzählt: Oh, voll cool, und die muss man dann regelmäßig duschen. Und wo ich so über die Anschaffung nachgedacht habe. Hab dann aber zum Glück noch vorher rausgefunden, dass dem nicht so ist. Hab's dann halt letztendlich nie gemacht. Ja, und die Erklärung für die Aktivität, da hast du ja gerade schon angesetzt, Steffi, dass sie das wahrscheinlich einfach nicht unterscheiden können, ob das jetzt ein Ast oder ein Wasserstrahl oder was auch immer ist. Aber alleine diese Aussage, man muss hier regelmäßig duschen. Deswegen. Das war in der Doku, also das kann ich dir genau sagen, wo ich das her habe. Das war nämlich so eine Sendung,
über Haltung von Tieren und da ging es dann über Ratschnecke und da wurde dann wirklich gesagt, man muss das machen, sonst trocknen die aus. Was? Also das ist noch eine Stufe. Das ist also noch eine Stufe über, die mögen das. Ja, ja, wirklich. Man muss die mindestens einmal in der Woche duschen. Das war, ja. Das war irgendwas auf dem WDR. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ach du Scheiße. Also wir bezahlen das auch noch. Ja, ja. Ja, also, ja. Es ist wohl schon Jahre her, ne, muss ich jetzt sagen. Also, ja. Okay. Und ich finde, es gibt noch andere, also, ne, das, was du sagst, mit die sehen nicht gut, ist eine Sache. Dann finde ich, wenn man mal bei Regen rausguckt, ganz ehrlich, da sind die Schnecken nicht aktiv. Die kommen erst nach dem Regen. Mhm. So von der Beobachtung her. Ich habe nicht das Gefühl, dass Schnecken Regen mögen. Sie mögen Feuchtigkeit, sie mögen baden, aber sie mögen nicht, wenn von oben Wasser auf sie tropft oder wie auch immer. Und Regen ist ja auch nochmal wesentlich sanfter als so ein Strahl aus dem Wasserhahn, ne? Aber man muss es ja nur mal beobachten. Es gibt ja zahlreiche Achatschnecken-Duschvideos im Internet, dass wenn die Schnecke mit dem Kopf dann wirklich unter Wasser kommt, dann zieht sie sich ja doch meistens eher weg. Ja. Die kommt dann erst da drunter und dann zieht sie sich aber doch wieder zurück. Sie bleibt da nicht. Ja, genau, sie geht hin, will sich quasi andocken, hat man so das Gefühl, wie sie das halt bei Ästen auch macht, merkt dann, oh, das klappt nicht und zieht sich zurück und bleibt nicht da drunter, ja. Guckt sich dann um, versucht es wieder und so weiter und so fort. Genau, und das ist ja genau das Verhalten, was man auch im Terrarium beobachten kann, wenn die irgendwo sitzen und den nächsten Ast suchen. So dieses mit dem Kopf hin und her. Mhm. Ja. Genau. Was man halt auch nicht vergessen darf, ist, ja. Achso, ja, ich wollte sagen, und es ist ja auch für sie gar nicht sinnvoll, wenn sie jetzt davon, also Schnecke geht davon aus, da ist ein richtig starker Regen oder keine Ahnung, das Wasser kommt von oben. Es würde für sie auch überhaupt keinen Sinn machen, da entspannt sitzen zu bleiben. Also so rein vom Instinkt her. Habt ihr das Gefühl, habt ihr auch das Gefühl, dass dieses Jahr voller Schneckenjahr ist durch den vielen Regen? Ich habe das Gefühl, es ist voller Schneckenjahr. Und mich würde das mal wahnsinnig interessieren, ob es dieses Jahr wirklich mehr Schnecken gibt als in den Jahren davor. Gibt es irgendjemanden, der Lust hat, das zu kartieren? Vielleicht jemand auf Suche nach einer Bachelorarbeit oder so. Der NABU macht doch immer so Insektenzählungen und sowas. Vielleicht machen die auch Schneckenzählungen, ich weiß es gar nicht. Ja, das wäre mal interessant, aber das machen ja Laien, ne, die das so melden, ne, oder? Ja, genau. Ja. Ja, richtig. Du meldest dich für deine, keine Ahnung, 5 Quadratmeter, die du dir da absteckst, setzt dich eine Stunde hin und zählst alles, was du siehst. Oder so. Irgendwie läuft das. Und dann meldest du das, ja. Irgendwie so in der Art, ja. Aber das finde ich mal sehr interessant, weil es ist ja wirklich im Moment schneckenfreundliches Wetter. Also ich fahre im Moment doppelt so weit mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil ich Zickzack fahren muss so viel. Um die Schnecken rum halt, ja. Ja, also wenn es warm und feucht ist, dann sage ich immer Schneckenwetter. Das sagt schon meine ganze Familie. Also es ist Schneckenwetter. Ja. Ich weiß nicht, ob es mehr Schnecken gibt. Bei uns war es noch nicht warm und feucht. Bei uns war es bisher nur kalt und feucht. Aber uns kommen die trotzdem. Man sieht sie bestimmt einfach auch öfter, weil es so feucht ist. Aber du hast recht, die sind eher nicht bei Regen, ne, sondern eher bei nach dem Regen. Und wenn man jetzt eine Schnecke nehmen würde und die im Terrarium mit Wasser ansprüht, die zieht auch die Fühler weg. Also es ist jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht so schlimm finden, weil man muss ja im Terrarium sprühen. Also da müssen die dann mal durch. Ja, wenn man mal eine Schnecke trifft, ist das kein Drama. Ja, finde ich jetzt auch. Aber wie gesagt, so ein paar Tropfen ist auch einfach eine ganz andere Dimension, als ich halt sie unterm Wasserstrahl. Ja. Man muss sich das ja mal vorstellen, der Wasserstrahl, also in Relation zur Schnecke, der ist ja teilweise so wie die Schnecke oder dicker. Und dann mit voller Wucht und und was auch noch dazu kommt, finde ich, ist Parameter. Also wenn ich da so einen Wasserstrahl aus dem Wasserhahn habe, der hat niemals die richtige Temperatur. Und
überhaupt, also so, das kommt ja irgendwie auch noch dazu. Ich weiß nicht, wenn man die Badeschale frisch wechselt, dann geht die Schnecke auch oft erst nicht rein. Also meine Beobachtung, die muss erstmal Temperatur annehmen. Also ich mache mir immer Oder? Sorgen dazu, darüber bei, weißt du, wenn man die Schnecke so darunter hält, besteht eben auch immer die Gefahr, dass es zu einer Mandelablösung kommt. Nämlich indem Wasser zwischen Gehäuse und Mantel kommt. Man weiß nicht hundertprozentig, was das für Ursachen haben kann. Es gibt mehrere Ursachen bei Mantelablösung, aber das ist eine davon. Und das wissen viele mit Sicherheit auch nicht. Ja, habe ich auch schon öfter gehört. Ich weiß es nicht. Wenn das wirklich so Also, ist, dann wäre es natürlich wirklich dramatisch, weil dann sterben die da dran. ja. Also, ne, das ist tödlich für die Schnecken. Aber es ist ja auch irgendwie blöd, wenn man sagt, man muss die einmal in der Woche rausnehmen und duschen. Dann hast du ja wieder das. Ich nehme das Tier aus der gewohnten Umgebung in einen ganz anderen Geruch, in Ja. eine ganz andere Temperatur, in eine ganz andere Feuchtigkeit. Also das. Genau, das meine ich ja. Ja, das meine ich mit Parametern. Das ist halt einfach auch nochmal Stress jedes Mal, ne? Wie gesagt, also es ist ja kein Drama, eine Schnecke mal auf die Hand zu nehmen und so. Das haben wir, glaube ich, auch schon alles gesagt. Aber für so einen Blödsinn und so regelmäßig ist es einfach Stress. Und ganz ehrlich, wenn es so wäre, dass sie einmal in der Woche geduscht werden müssen, wie läuft das denn in der Natur? Leben die nur an Wasserfällen, oder? Also Nee, das ist da ja kommt wieder so dann richtig, einer und sammelt die ein das ist ja wieder so richtig unlogisch. Ja, ich habe immer gedacht, die sitzen dann an irgendwelchen Wasserfällen oder so, weil anders konnte ich mir das nicht erklären, dass das ja offensichtlich sein muss. aber nur Aber einmal in der Woche. ist es. Das ist ein Genau. Badetag, Duschtag. Samstags Ja, wahrscheinlich dann noch, ja. ja, voll traurig im Nachhinein. Was haltet ihr von Ja. Brunnen im Becken? Also, was halt, also so Wasserfälle im Becken haben ja durchaus auch Leute. Ja, Ich hatte glaube, ich das auch ist mal. vielleicht wieder was anderes. Und? Ja, das ist, das plätschert ja auch nur so ein bisschen. Das ist ja auch nicht mit einem Wasserstrahl vergleichbar. Die haben da schon gerne drauf gesessen, also auch in dem fließenden Wasser. Aber genau das war dann auch das Problem, weil die haben das Wasser dann abgeleitet, dass das nicht mehr zurück in den Brunnen gelaufen ist, sondern irgendwo wild da in der Gegend rumgespritzt ist. Ja, und dann ist halt irgendwann zu nass. Und der Pumpe tut das auch nicht gut, wenn die einmal am Tag leer läuft. Welche Art war das? Das waren die Aratina. Sehr interessant. Das ist sehr interessant. Also müsste man sich da dann Ich. eigentlich einen größeren Boden anschaffen, der das so auffängt irgendwie, ne? Also ich Ja, habe das schon häufiger gehört. irgendwer hatte mal die Idee, eben diesen Brunnen in eine Plastikschüssel also die Plastikschüssel praktisch auch zwar mit Erde füllen, aber da dann den Brunnen drauf, dass dann das, was daneben geht, dass das dann eben nur in die Plastikschüssel kann und nicht noch in den Rest. Ja, guck mal, das sind wieder so Sachen, Aber an die das ist denkt gar man nicht so erstmal blöd. gar nicht, ne? Und dann hat man die Erde versumpft und dann gibt das wieder so eine Kettenreaktion. Ja. Ja, und auch, ja, muss man Ist halt schon bestimmt sehr auch ziemlich lästig, oft ne? reinigen und ja. Tja. Und die schleppen natürlich auch Dreck da rein, was für die Pumpe dann auch wieder nicht so gut ist und ja. Also ich hatte auch mir mal überlegt, so ein Ding zuzulegen, aber irgendwie fand ich, waren die alle zu klein oder irgendwie, ich weiß nicht, also die sind ja auch hart unter Umständen und dann hatte ich immer Sorge, vielleicht verletzen die sich da dran, na? Also eher eigentlich so andere Baustellen, anstatt das, was das Wasser schaden könnte. Ja. Also ich kann das nicht empfehlen. Also man muss dazu sagen, duschen, das Thema Schneckenduschen ist ja immer, regt immer zu sehr hitzigen Diskussionen an. Aber muss halt auch mal bedenken, vielleicht weiß derjenige es einfach nicht besser, ne? Ja. Genau. Also ich finde, man kann das,
also man kann falsch informiert sein und dann wird man halt aufgeklärt und dann lässt man es und dann ist es ja auch okay. Schwierig wird es dann bei den Leuten, die da drauf bestehen und ja. Ja, aber meistens ist das ja so, wenn man das so postet, ne, und dann sagen viele Leute, oh, das ist schlecht und sagen das vielleicht dann auch nicht so nett, dass man direkt dann in so eine Anti-Haltung geht, ne? Meinen Schnecken macht das aber nicht. Meine Schnecken finden das toll. Ja, gut, das ist, es ist halt, weißt du, das führt dann wieder dazu, ja, aber Schnecken finden das toll und dann geht es wieder um das Thema Emotionen und so weiter, ne? Und es ist ein weites Feld. Ja, es ist ein weites Feld, oder? Genau. Ja, es ist ein weites Feld. Ja, absolut. Also, ja, das ist irgendwie wirklich total emotionsgeladen. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet dieses Thema. Ich habe das Gefühl, das ist noch emotionsgeladener als so Sachen wie Schnecken töten oder so. Das ist so richtig, das ist so, wenn so ein Post reinkommt, dann stehen wir ja bereit, ne? Also, wenn wir mitkriegen, okay, Schneckenduschpost, dann legst du das Handy gerade mal nicht weg, weil meistens passiert dann irgendwas in den Kommentaren. Mhm. Ja. Aber es ist Gott sei Dank tendenziell viel weniger geworden. Ja, ja, viel also, weniger. Ja, auf jeden Fall. Gut. Und es gibt ja auch durchaus Leute, die dann einfach nur sagen, mach das bitte nicht und erklären, warum. Und meistens reagieren dann die Leute ja auch durchaus positiv darauf. Ja. Genau. Ich kann das ja auch verstehen. Ich habe das Gefühl, ich habe da das ultra süßeste Video des Monats hochgeladen. Keine Ahnung, ich bin total stolz. Meine Schnecke scheint mir glücklich zu sein. Und dann werde ich angemotzt. Das ist natürlich auch irgendwie... Es geht ja auch immer um das Wie, ne? Also, wenn man es nett sagt, dann ist die Chance ja nun mal wesentlich höher, dass es auch angenommen wird, als wenn man direkt sagt, wie kannst du nur, schäm dich, Tierquäler. Keine Ahnung, das führt ja dann auch zu nichts. Aber wenn das schon im WDR läuft, ne, dann, also, ja. Ich habe sogar damals dann auch irgendwann eine Beschwerdemail geschrieben, als ich das rausgefunden habe. Ja. Hast weil das noch öfter gekriegt? Wiederholt wurde. Nein, nein, nein. Wir danken, bla bla bla, ihre Mail ist eingegangen. Okay. Ja, aber nein. Aber manchmal muss man sich nur oft genug beschweren. Ja, aber das ist wieder so ein Ding, wo man, also man kann ja bei vielen Sachen sagen, viele Wege führen nach Rom. Zum Beispiel Bodengrund. Ne? Also es gibt viele Sachen, die nicht funktionieren. Es gibt aber auch viele Sachen, die super funktionieren. Da gibt es nicht die Lösung. Aber bei sowas, finde ich, ist es eigentlich, ist es ziemlich straight, dass wir das alle das nicht empfehlen. Deswegen wundert mich das immer, dass das immer noch auftaucht. Naja, egal. Ja, das stimmt. Ich habe noch ein, zwei Themen. Und zwar... Und zwar ein ganz süßes Thema. Manchmal ist es so, wenn eine Schnecke trächtig ist, dann kann man die Eier durch das Atemloch sehen. Und wenn das Atemloch geöffnet ist, dann kann man das sehr gut sehen und man kann da sogar durchfotografieren. Und manchmal wird dann gesagt, ja, da kommen auch die Eier raus. Also ergo Aussage, die Eier kommen aus dem Atemloch. Muss man vielleicht gar nicht so viel zu sagen. Ja. Also, ja, die Eier kommen natürlich nicht aus dem Atemloch, also ne, sondern vorne aus der Geschlechtsöffnung. Und wieso man die da sehen kann, ist eigentlich nur, weil die zu dem Zeitpunkt, wenn sie da liegen, dann liegen sie noch im Ovidukt, im Ovidukt. Und diese Membran ist einfach so stark gedehnt, dass sie transparent sind. Also sie liegen auch nicht in der Lunge, sondern die liegen schon in den Geschlechtsorganen sind sie. Und das ist dann so transparent, dass man das einfach sehen kann dadurch. Kommt immer wieder vor. Nicht so oft, aber führt dann manchmal zu Missverständnissen. Ja. Gab es da nicht auch mal so ein Fake-Video, wo das jemand dann irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber das sah da tatsächlich dann so aus, als würden die Eier aus dem Atemloch kommen. Ach, krass. Ich weiß nicht. Das war aber keine Achatschneckenart, ne?
Ich glaube, ich weiß, welches Video du meinst. Ich bin mir aber nicht, also es gibt ja verschiedene Schneckenarten. Und wir reden ja jetzt hier von Achatschnecken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch andere Schneckenarten, die eben die Geschlechtsöffnung woanders haben. Nee, also das war eindeutig, das waren Achatschnecken, das war aber eindeutig gefaked einfach. Ja? Aber Okay. ja. Ich weiß das nicht. Die Habe ich nie müssen die mitbekommen, irgendwie dann aber was Leute so alles da machen. hingelegt haben. Ja. Das ist ja Gott. Da wollte jemand wohl ein Video drehen, dass die Schnecke auf ihrer Hand Eier gelegt hat oder was. Und ja, hat dann wohl dann nicht bedacht, dass Ach die halt eigentlich da gar ja. nicht rauskommen. Ach so, Irgendwie so war okay. das. Wir haben aber ziemlich viel Aufwand für, ja, für Quatsch Ja, dumm investiert. gelaufen. Schade. Ja. Ja gut, das ist ja ein bisschen wie neulich mit dem Bild, wo man einfach eine Bänderschnecke genommen hat und die eingefärbt hat und dann da irgendwie eine Tropenschnecke draus machen wollte. Ja. Ja, eine Meerestropenschnecke sogar, ja. Ja, stimmt. Das sah man doch, dass das Bild gefärbt war. Also Ja, ich bearbeitet, fand das auch, hat man aber doch wenn du gar gesehen. keine Ahnung hast von Schnecken, denkst du vielleicht trotzdem, dass das diese Meeresschnecke ist. Ich weiß es nicht. Ja gut, aber dann siehst du trotzdem, dass zumindest an dem Kontrast geschraubt wurde. Ja, nachgeholfen wurde. Ja, Ja. das ist ja oft so, finde ich, wenn du bunte Schnecken hast und dann haust du noch ein bisschen Kontrast und Farbe und so rein, sieht Ja. das natürlich nochmal nach viel mehr aus. Die Farben stimmen dann zwar generell schon, aber so leuchtend ist dann halt ein bisschen nachgeholfen, ja. Ja. Ja, gut. Ein Thema habe ich noch, und zwar geht es da, wo ich mich immer aufrege, auch wieder, geht es da um, ich habe es mir bis zum Schluss aufgehoben, geht es da um Schneckenbestimmung. So, es kommen ja immer Ach wieder ja. Postings rein, welche Art ist das? Und manchmal kommt es dann vor, dass da ich rede jetzt von einer Hartschnecke, ne, dass da eine Hartschnecke sitzt, die vielleicht nicht ganz so gut gewachsen ist. Und dann wird die von dem einen oder anderen direkt als Lysarachitina reticulata bestimmt. So, und das Gerücht ist jetzt folgendes: Lysarachitina reticulata, wir haben jetzt mal gesagt, wachsen rau oder, nee, sind rillig, oder? Rillig. Genau, Rillig, rillig, haben ja. ein rilliges Gehäuse. So, und da reg ich mich mal tierisch drüber auf. Und dann sage ich immer, das ist kein sicheres Bestimmungsmerkmal, weil man eben nicht weiß oder nicht sicher sein kann, ist diese Schnecke jetzt einfach schlecht gewachsen? Oder ist diese rillige oder diese strukturierte Gehäuse artspezifisch? Und es ist halt eine Krux, einfach jede Schnecke, die ein bisschen nicht so toll gewachsen ist, direkt als Lysarachitina reticulata zu bestimmen. Das ist Ja. gefährlich. Ja, und gerade Wildfänge sehen ja oft ganz schlimm aus Ja. vom Gehäuse. Ja. Ja. Also ich habe mir dazu extra nochmal die Erstbeschreibung angeguckt. Und was habe ich vorhin nochmal gesagt? Es ist Strukturiert nee, oder wie war das? strukturiert habe ich gesagt. Also ich würde sagen, also Ach so. ich würde das zum Beispiel auch nicht rillig nennen, weil rillig wird meistens, dieses Wort wird meistens eher benutzt, um Wachstumsschäden zu beschreiben. Sondern ich würde es eher strukturiert nennen, dass das Gehäuse, wenn man mit der Hand darüber fährt, strukturierter ist als bei anderen Arten. Ich gucke dazu mal eben schnell nach. War das gefurcht vielleicht? Ich weiß es nicht Ja, mehr, ich glaube, was du da gesagt furchig. hattest. Furchig, ja, genau. Tief, also mit Ah, Furchen. doch, okay. Mit Furchen. Das klingt irgendwie aber auch voll negativ. Ja, ne? Ja, also es ist auch ein Bild dabei, aber es ist nur gezeichnet. In der Also Erstbeschreibung. ich finde strukturiert auch besser. Das klingt netter. Das klingt Ja. nach was Positivem Ja. irgendwie.
Wobei man auch sagen muss, dass relativ junge Retikulata diese Struktur ja nicht haben. Ne? Das kommt ja erst. Na, also ich habe das Gefühl inzwischen, dass, also früher war das nicht so. Das ist erst so seit einem Jahr ungefähr so, dass es heißt, ja, Lissachartina Retikulata wachsen halt rilliger, ja, das ist vollkommen normal. Und dann wird da eine Schnecke gezeigt mit wahnsinnigen Wachstumsschwierigkeiten, das eben nicht mehr, das nicht mehr normal ist. Und da, wie gesagt, bitte immer fragen, weil man weiß es halt am Anfang einfach nicht. Woher auch? Ja. 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 Und sie haben natürlich eine andere Farbe auch, ne? An der Farbe kann man sie unterscheiden. Wobei ich finde, dass es in einem bestimmten Wachstumsstadium sehr schwierig ist, Lissachartina reticulata Körperalbino mit Lissachartina fulica white jade auseinanderzuhalten. Ja, so ja. Mit 2, 3, 4 Zentimetern so irgendwie da, ne? Ja. Würde ich sagen, sind die sich recht ähnlich. Da braucht es Erfahrung. Gerade wenn die mal nicht so typisch gefärbt sind. Ja. Mhm. Weil es gibt halt auch vor allem bei den Lissachartina fulica white jade, die sind dann am Anfang auch so gestreift, ne? Und können halt wie Retikulatas aussehen. Ja, und dann eine relativ dunkle Retikulata mal mit relativ wenig Streifen und dann stehst du da. Ja. Also wie gesagt, man sollte, es sollte einem immer klar sein, dass diese Struktur des Gehäuses kein sicheres Merkmal ist. Und man muss immer unterscheiden, ist das jetzt ein Wachstumsschaden oder ist das jetzt ein artspezifisches Wachstum? Und das kann man am Anfang einfach nicht wissen. Also da müssen wir uns austauschen, ne? Und ich habe das halt auch schon oft gesehen, dass halt gesagt wurde, ja, Retikulatas wachsen halt rillig, das ist vollkommen normal. Und dann hatte die halt so einen riesen Wachstumsschaden, an dem man was hätte machen können, indem man bestimmte Dinge tut, die wir in einer anderen Folge diskutieren werden. aber dann halt gesagt wurde, ja, das ist normal. Und das ist nicht normal. Ja. Bei einem Schaden jetzt, ne? Ich rede jetzt von einem Schaden. Ja. Ja. So. Fällt euch noch was ein? Ja, eine hat nur noch mit den europäischen Arten sind leichter zu halten. Genau. Einheimische Arten sind leichter zu halten. Oder einheimische, genau. Ja. So der Klassiker, dass Kinder irgendwie Weinbergschnecken, Bänderschnecken halten, kommt ja wirklich oft vor. Habe ich als Kind auch gemacht. Und man dann dadurch das Gefühl hat, irgendwie ist das einfacher. Ich finde im Gegenteil eigentlich. Ich finde es viel aufwendiger, die Jahreszeiten so nachzustellen, wie wir das hier in Deutschland haben, so unterschiedlich wie die sind, als an ein Achatschneckenbecken eine Heizung zu hängen und einmal auf die richtige Temperatur einzustellen. Also so platt gesagt jetzt, ne? Natürlich ist das, muss man das bei Achatschnecken auch alles im Blick haben und aber man hat halt nicht diese extremen Schwankungen, die man einbaut. Ja. Und ich finde auch zum Beispiel Helix pomatia, also Weinbergschnecken können auch ganz schön zickig sein. Ja. Also so wird immer so nett gesagt. Ich finde, also die sind jetzt nicht super schwierig, die kann man sicher als Anfängerin halten, wenn man sich vorbereitet. Ich will da niemanden abschrecken, aber ich finde zum Beispiel Pleurodonte Isabella, jetzt so als kleine tropische Art, die sind viel genügsamer so, habe ich das Gefühl. Oder auch Lissachartina fulica, die sind die machen tendenziell weniger Probleme. Ging mir zumindest immer so. Also du meinst, sie sind verzeihen eher noch mal so Fehlerchen als die Einheimischen? Hab ich da, also, ja, ist jetzt so wirklich meine
Erfahrung. Ich glaube, das geht dann jedem auch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, aber irgendwie ich finde die nicht super heikel. Weinbergschnecken kann man gut halten oder Bänderschnecken. Aber ich habe das Gefühl, dass man trotzdem da noch ein bisschen genauer gucken muss manchmal. Ich habe manchmal so das Die Gefühl bei den Anfänger sind. Einheimischen, dass da auch vielleicht die Anschaffung leichter ist. Weißt du, man nimmt die dann halt Ja. einfach von draußen mit und wenn man sie nicht mehr haben will, setzt man sie einfach wieder raus. Das ist wahrscheinlich so der Antrieb irgendwie, ne? Ja, Und sie und sind einem nicht fremd. Also ich ja. glaube, so eine Weinbergschnecke, jeder kennt die, jeder hat sie 100.000 Mal gesehen und man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass man da jetzt so ein ausgefallenes Haustier hat irgendwie. Weil man es irgendwie, also es ist so ein vertrautes Bild. Ja, das stimmt, das Vielleicht auch stimmt. deswegen. Aber kurz am Rande, Weinbergschnecken darf man nicht der Natur entnehmen. Ich möchte zwar gesagt haben, also in Deutschland auf jeden Fall nicht. Ja. Ich habe jetzt neulich gelernt, die Helix auch nicht, ne? Die Cornu, ja, Okay, ja, Cornu die Corno aspersum auch nicht. aspersum, ja, ist ja Helix aspersa Ja. ist, ja. Ja, so, ja, Entschuldigung, hast recht, ja, so gesehen. Ja, es ist beides Ja, wobei dasselbe. ich muss sagen, habe ich nie verstanden. Also, ich will niemanden ermuntern, jetzt in die Natur einzugreifen, aber Cornu aspersum ist ja ursprünglich gar nicht aus Deutschland, lebt aber schon seit Jahren hier, ist also quasi eine invasive Art. Und wird dann unter strengen Naturschutz gestellt. Es hat sich mir nie erschlossen. Nee, das verstehe ich auch nicht. Vielleicht ist das eine europäische Regelung, weil die kommt zum Beispiel in Spanien, gab es die schon immer, will ich, aber die sind halt so aus dem spanischen Raum. Und da werden die natürlich dann auch gegessen, denke ich mal. Und vielleicht sind sie deswegen unter Naturschutz, damit man sie nicht Das kann da sein, ja. massenweise einsammelt. Ich weiß es nicht. Gibt es denn bei den amerikanischen Arten, Elisabeth, die du hast, irgendwelche Mythen, was man so erzählt? Wüsste ich jetzt so auf Anhieb nichts? Was ich Nee, mir vorstellen kann, ist, nee. dass die immer als ziemlich heikel gelten, weil sie, also, dass viele Leute da noch Respekt vor haben, obwohl manche vielleicht gar nicht so schwierig sind, oder? Also könnte ich mir vorstellen, weil die noch nicht so Ja, das verbreitet könnte noch sind. sein. Also, wenn man jetzt zum Beispiel auch googelt nach den Caracolus excellens, dann liest man oft, dass die eben halt ja irgendwie wählerischer im Futter wären oder so. Also klar, also mit den normalen Küchenabfällen, die man Hartschnecken teilweise geben kann, kommt man bei denen auch nicht unbedingt weit. Aber das ist jetzt auch nicht so schwierig. Also ich hatte auf irgendeiner Seite mal was gelesen, deshalb hatte ich mir die zuerst auch nicht angeschafft, dass man da irgendwie Futterbreie auf die Äste schmieren muss oder so. Das habe ich auch mal gelesen, Na klar. ja. Fressen die auch, klar, aber die nehmen das genauso vom Boden oder sonst wo. Die fressen auch ganz normal hier Süßkartoffel und Pilze und sowas. Es ist wahrscheinlich auch noch so eine antiquierte Aussage, die sich irgendwie halt so festhält. Ne? Genauso wie auch vor Jahren war ja auch noch so das Thema, ne, so, ah ja, Achratina-Arten, die sind für Anfänger ja nicht geeignet. So lange ist das auch noch nicht her, ne, dass man gesagt hat, nee, nur Profis, ne? Also. Ja, ich glaube, da wird manchmal verbreitet und einfach in einen Topf geworfen. Wobei sich ja auch zum Beispiel ganz oft zeigt sich ja, dass Menschen Probleme haben mit Lysarachitina reticulata. Also Ja. relativ oft. Ja. Obwohl sie sehr verbreitet sind. Die scheinen zum Beispiel heikler zu sein als manche Art, die gar nicht so verbreitet ist. Also das fällt mir im Moment auch sehr, sehr extrem auf. Da fällt mir auch direkt noch ein Mythos ein. Oder ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist. Lysarachitina reticulata ist die zutraulichste Art. Oder Ja, liest Hartschneckenart. man überall, ja. Ja, aber ich verstehe das nicht, weil ich finde, wir hatten uns ja irgendwann schon mal darüber unterhalten, weil ich finde, dass ich hatte die also Art schon mal und ich finde sie nicht zutraulicher ist in Anführungsstrichen, ne, weil zutraulich ist eigentlich das falsche Wort.
Ich finde sie nicht zutraulicher als zum Beispiel Fulikas. Also es gibt bestimmt Arten, die sind so ein bisschen scheuer, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn ich sie jetzt zum Beispiel mit Fulikas vergleichen würde oder wenn ich sie auch mit meinen Alisas vergleichen würde, die hast du auch auf der Hand genommen, die haben sich nicht eingezogen. Ich hatte nie Retikulata, deswegen kann ich das gar nicht beurteilen. Nee, ich leider auch nicht. Aber die, was ist denn mit den Achatina Tincta? Ziehen die sich sofort ein, wenn du die rausnimmst? Ja. Ja? Schon. Das dauert okay. Dann auch ewig, bis die sich wieder blicken lassen. Also ist auch von Tier zu Tier ein bisschen unterschiedlich. Okay. Und es hängt auch immer viel vom Alter ab, finde ich. Also ich finde generell sind Babys neugieriger, wenn man das so nennen will, als erwachsene Schnecken. Und die Achatina schneller wieder im Fluchtmodus. Die sind direkt immer rausgekommen, wenn man die auf die Hand genommen hat. Echt? Okay, bei mir nicht damals. Tja. Ja. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass alle Achatschnecken gleich unscheu, wie ist das Gegenteil von scheu? Ist wahrscheinlich zutraulich, ne? Das google ich. Ja, zutraulich klingt so wie, klingt irgendwie so nach, wir haben eine tiefe emotionale Bindung. Ja. Aber ich würde vielleicht eher unerschrocken sagen. So. Ja, das klingt doch schön. Zutraulich. Ja, also. Das passt aber nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Unerschrocken finde ich besser. Ja, also ich rieche mich da auch immer so ein bisschen drüber auf. Also was heißt, ich rieche mich auf, sondern ich finde diese Aussage nicht. Nein, wir regen uns nicht nur auf, aber ich finde halt diese Aussage, weil es wird ja oft gefragt, ja, wir möchten halt zutrauliche Schnecken. Und ich empfinde halt diese Frage als, wir möchten Schnecken, die, wenn wir sie rausnehmen, nicht sofort einziehen und dann sind die weg und dann sieht man sie nicht. Oder im Sinne von, man kann der auch mal eine Gurke hinhalten und dann frisst die das oder so, ne? Mhm. So interpretiere ich das. Und da sind meiner Meinung nach Lissachatina reticulata und Lissachatina fulica gleich. Die sind gleich. Also selbst, wie gesagt, meine Lissachatina alisa, die waren genauso. Selbst meine Lissachatina kann das nicht aussprechen. Ja, genau. Ich übe das später. Selbst die waren so. Deswegen. Ich finde auch zum Beispiel die Lissachatina zanzibarica, die sind auch nicht so scheu. Also da habe ich auch nicht das. Die ziehen sich schon mal zurück, wenn man im Becken hantiert, aber das machen ja irgendwie alle auch. Ja, aber schon, aber da hast du ja auch nicht den Anspruch eigentlich, dass sie. Ne, genau, aber sie kommen halt auch schnell wieder raus und. Also wenn ich die auf die Hand nehme und ein bisschen warte, kommen die genauso schnell raus wie die Fulika auch. Ja. Also da habe ich auch nicht so den Unterschied bemerkt. Ja, deshalb verstehe ich nicht, dass das ausgerechnet nur dieser Art zugeschrieben wird. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Aussage, die immer sofort gepflanzt wird. Weißt du, so die Lissachatina reticulata haben, die werden das ja auch bestätigen. Ist ja auch nicht falsch. Ja, das ist ja auch so eine Aussage, die kannst du ja wirklich nur überprüfen, wenn du mal 3-4 Arten gehalten hast eigentlich, ne? Sonst kann man das, das stimmt. Klar, du schaffst dir Lissachatina reticulata an und merkst, okay, die sind nicht scheu und denkst, ja, das stimmt. Aber man hat ja dann trotzdem nicht unbedingt den Vergleich zu anderen Arten, die dann vielleicht genauso sind. Ja. Ich habe den Vergleich, wie gesagt, auch nicht, also ich kann das nicht beurteilen, aber was man so hört. Wie ist das mit den die Einheimischen sind ja, die sind aber eher scheu, oder? Ja, die finde ich scheuer als Achat, also als die Achatschnecken, die ich jetzt bis jetzt hatte. Die zwei Arten waren es ja nur, muss ich ja fairerweise sagen. Ja, ich finde auch, die sind auch insgesamt halt eher inaktiver. Es ist nämlich noch so eine Sache, was viele Anfänger nicht so cool finden. Ich habe schon das Gefühl, dass so eine Bänderschnecke, die kann auch mal wochenlang einfach irgendwo hängen.
das macht denen dann auch nicht groß was aus. So. Die sind jetzt nicht die leben halt so. Aktivsten. Ist, ja. Die haben das keinen ist aber, großen das ist halt Unterhaltungsfaktor, ja. Nee, wirklich nicht. In Deutschland, aber es ist ja auch so, es regnet mal einmal im Monat, dann regnet es wieder jeden Tag, dann regnet es nach einer Woche wieder. Es ist ja super unregelmäßig und manchmal regnet es einfach wochenlang gar nicht. Ja. Und wenn es hier wochenlang gar nicht regnet, dann sieht man auch wochenlang keine Schnecke. Ja. So. Und dann plötzlich hängt sind die auch mal wochenlang an der Hauswand. Ja, und dann hängt die auch wochenlang an der Hauswand und macht einfach mal gar nichts. Oh, ja, und das wäre es mal, ne? auch nicht an der Hauswand. Aber es scheint ja irgendwie bequem für sie zu sein. Nicht an der Hauswand. Ja. Aber ne, ich glaube, das kennen viele im Garten oder so. Man sieht da eine Schnecke hängen und guckt nach einer Woche nochmal und die hängt auch immer noch da. Oder? Ja, man denkt ja auch oft dann irgendwie, die wäre tot oder so. Also ich weiß noch, ich habe das als Kind oft gedacht. Mhm. Ja. Also es sind nicht die aktivsten. Man kann dann ein bisschen nachhelfen. Natürlich kann ich jeden Tag Regen machen. Also ich könnte jetzt natürlich im Terrarium Bedingungen schaffen, als würde, hätte es jeden Tag geregnet. Aber das erscheint mir dann auch nicht richtig. Aber wenn du also die rausnimmst, dann ziehen die sich doch auch erstmal ein, oder? Mm, ja. Nicht? Ja, also ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt hier so Schnecken in der Natur habe, zum Beispiel, ich wohne hier direkt am Wald und wenn wir dann da spazieren gehen, da sitzt eine mitten auf der Weg, dann setze ich die halt um und besonders diese kleinen, so Schnickschnecken und so, die ziehen sich dann sofort ein. Die Weinbergschnecken nicht so, aber bei denen habe ich eh das Gefühl, die sind ein bisschen langsam. Schnürkelschnecken. Ja, Entschuldigung. Ja. Du hast recht, Entschuldigung. Ah, das muss ich gleich noch sagen. Ja, auf jeden Fall, bei denen habe ich immer das Gefühl, die sind ein bisschen dumm. Helix Pomatia. Ich würde eher sagen träge. Also, ja, okay. Sag mir nicht, dass Achatschnecken intelligent sind, also. Nee, aber ich meine jetzt im Sinne von... je nach Größe haben die Schnecken ja ein unterschiedliches großen Gehirnknoten. Und bei denen habe ich immer das Gefühl, dass die nicht ihrer Größe entsprechend... Nein, aber guck dir mal an, so eine, was ist die richtige Bezeichnung für Schnecke-Schnecken? Zepaia horten. Hilf mir mal. Ah, du meinst eine Bänderschnecke. Sag genau, doch Bänderschnecke. Entschuldigung, Bänderschnecke. Mir fiel das Wort gerade nicht ein. Wenn ich jetzt komme und ich setze sie jetzt um, dann ist das ja schlau, dass die sich einzieht. Ja. Oder? Das ist doch... Also dann gibt es bei uns nur dumme Bänderschnecken. Ja, vor allem gibt es ziemlich viele dumme Achatschnecken anscheinend. Ja. Also ich weiß noch, ich habe jetzt selten von draußen noch Schnecken irgendwie auf der Hand oder so, aber als Kind weiß ich, die hast du genommen am Haus und dann hast du dir die auf die Hand gesetzt und die waren die ganze Zeit draußen mit dem Körper. Hm. Okay, nee, das kenne ich nicht so. Ja, Helix Pomatia, ich habe das Gefühl, wenn die einmal draußen ist, dann will die auch draußen bleiben. Aber die rauszulocken, das ist, glaube ich, das Schwierige. Ja, ja. Also wenn du dir so ein Häuschen... Vielleicht so ein mag Häuschen die Veränderung gibst, einfach nicht so. Ja, die ist da... Ja, vielleicht ist die ein bisschen faul, ich weiß nicht. Die bleibt halt da, wo sie gerade ist, ja. Aber so, ich glaube, wenn du die rausnimmst und du willst sie aus dem Häuschen locken... Ja, genau. Du willst sie aus dem Häuschen locken, habe ich das Gefühl, du hast keine Chance. Ne? Du machst die nass, du machst dies, jenes, da, und die guckt nicht raus. Ja. So irgendwie. Und ja, das, ja, träge könnte passen. Ja, träge. Die sind insgesamt nicht so unterhaltsam, finde ich. Also ich finde zum Beispiel Korno. Ja, aber auch weißt schon. Du das, was? Ist ja, das ist ja auch die Achatina unter den Europäern, keine Ahnung. Aber vielleicht ist unterhaltsam, ist vielleicht das richtige Wort. Weil wenn ich jetzt sage, so welche zum Beispiel Achatschnecken hat, ist denn am unterhaltsamsten. Im Sinne von, wenn man im Becken guckt, dann passiert da irgendwas. So, ne? Genau. Dann würde ich schon sagen, Fulica, Reticulata, Alisa auch, ich übe das nochmal, genau. Ich übe das nochmal. Die auch, also bis auf die Achatina. Mhm. Also bei denen passiert gar nichts.
Außer wenn Futter reinkommt. Ich glaube, das ist auch wirklich ein extremer Ausreißer, oder? Also unter den Ja. Schnecken, die so verbreitet sind, ist die Achatina achatina der absolute Ausreißer, oder? Ja. Vielleicht noch die Immiculata, Ja, die die so Immaculata noch, lange weil die lange schlafen. ruhen. Ja, starre halten. Genau. Schlafen, starre halten, so. Ja. Das ist dann vielleicht auch, aber das hast du ja bei heimischen oder europäischen Schnecken ja noch zusätzlich. Die sind ein halbes Jahr in Winterstarre und bei Hitze sind sie auch nicht sonderlich aktiv und eigentlich auch nur, wenn du gerade gesprüht hast. Also eigentlich sieht man die Ja. nie. Nee, Hängen ja, du unter siehst die halt manchmal, dass Brücken, das Haus an sehen einer anderen dekorativ Stelle aus, ist. ja. Also ich habe schon gesagt, ich hatte ja diese Nudelschnecke, von der ich erzählt habe. Ich habe die ungefähr, also ich habe die vor dem Winter noch bekommen, habe die überwintert und jetzt ist sie vor kurzem verstorben. Ich habe die ein knappes Jahr gehabt und ich habe sie nie aktiv gesehen. Ich habe immer nur gesehen, dass das Häuschen einmal in der Woche dann irgendwo anders war. Ich habe diese Schnecke nie gesehen. Das ist wirklich sehr frustrierend gewesen. Und Elisabeth, du hast erzählt, das ist bei deiner ähnlich, ne? Ja, also ich habe die jetzt seit, ich glaube, Ende Januar oder so, weil immerhin zweimal habe ich sie jetzt aktiv gesehen. Ja, ist Ja, doch öde. wenn sie frisst und so Ja, weiter, ich total. meine, Schnecke ist das ja Ja, egal, ne? Ja. klar, man sieht ja, dass sie gefressen hat, man sieht ja auch, dass sie woanders hängt. Also so, ne? Aber so aus menschlicher Sicht war das schon irgendwie nicht so spannend. Vielleicht können wir auch da, wenn wir jetzt schon bei Einheimischen sind, direkt diesen Mythos anfassen, angehen. Wenn die Gelege haben, dann kann man die ja einfach nach draußen setzen. Die muss man nicht töten. Stimmt. Oh, das ist mein absoluter Top-Aufreger. Und dann fällt dir jetzt erst ein. Ja, jetzt wo du es sagst, ich weiß auch nicht, ich habe es jetzt gar Okay. nicht so unter Mythos gepackt. Das war für mich so ein eigenes Thema fast. Ja, geht gar nicht. Das regt mich so auf. Das ist für mich so ver. Also, das ist so nach dem Motto: Ich will Schnecken, habe aber keine Verantwortung. So fühlt sich das für mich an. Ich möchte ein Haustier, aber Hauptsache, ich muss mich nicht drum kümmern, was mit dem Nachwuchs ist. Weil einfach Tiere, die in Gefangenschaft schlüpfen, geboren werden oder was auch immer, die wirft man nicht einfach so raus. Also, da wird dann von Auswilderung und solche Scherze gesprochen, aber eine Auswilderung ist was mit Konzept. Ja, und Das ist Naturschutz, nicht, ich ne? ziehe. Manchmal fällt auch das Ja, Wort genau, dafür Naturschutz brauchst du. und Ja, ja. dafür braucht man eine Genehmigung, dafür braucht man, da muss man fachlich versiert für sein. Das sind Sachen, das machen Leute, die sich da teilweise Jahre mit auseinandersetzen. Das ist nicht einfach, ich habe keinen Bock, Eier zu suchen oder ich habe keinen Bock, Schlüpflinge zu frosten und jetzt mache ich Naturschutz. Das ist. Nee. Keine Ahnung, wir reden uns den Mund fusselig mit Selektion und keine Ahnung was. Niemand selektiert besser als die Natur. Daran versuchen wir uns ja ein bisschen zu orientieren auch. Und dann lassen wir die schlüpfen, selektieren die nicht, werfen die alle raus und denken, es wird gut für die Natur sein, obwohl die da gar nicht überlebt hätten. Die vermehren sich dann draußen, obwohl sie eigentlich gar nicht groß geworden wären, geben ihre Gene weiter. Und wenn es richtig blöd läuft, schwächt man damit ja dann irgendwie so einen ganzen Genpool. Aber wenn man Ich. ein Gelege raussetzt, also ich bin auch nicht dafür, es ist jetzt nur mal so eine Frage, Ja, die dann ja, wahrscheinlich ja. aufkommt. Nicht die Schlüpflinge, Ja, sondern man die setzt kommen. direkt das Gelege raus. Ich finde, es ist zumindest vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber weißt du, ob dieses Gelege in der Natur überhaupt entstanden wäre? Ob diese Ja. Schnecke noch leben würde, die dieses Gelege gelegt hat? Ob Das ist dieses Gelege eine. nicht schon aufgefressen worden wäre? Und das Und ob Zweite die ist, die Schnecke es Frage ist überhaupt ja, dahin wo? gelegt hätte? Ja, wo? Genau, hätte da eine Schnecke überhaupt jemals ein Gelege hingelegt? Oder gibt es da Weil überhaupt gar keine ich finde man. Population dieser Art? Ja, noch schlimmer, ja. Ja. Dann hat das ja seine Ja, und du Gründe. weißt. Also im besten Fall setzt man sie zum Sterben raus, im schlimmsten Fall bringt man da irgendwas durcheinander, was man nicht hätte durcheinander bringen sollen. Ja. Ja, und das zieht ja,
Also ich denke, wegen einem Gelege oder so passiert das jetzt nicht, aber mal angenommen, jeder, der Bänderschnecken hält, würde das so handhaben. Das zieht ja dann auch so einen Rattenschwanz unter Umständen hinter sich her, dass dann irgendwelche Tiere, die eben gerne diese Schnecken fressen, dann viel mehr Futter finden, als sie in dem Jahr eigentlich gefunden hätten. Ja, und dadurch vermehren die sich dann wieder mehr und so weiter. Mhm. Stimmt. Es gab in letzter Zeit einen Bericht, wo gesagt wurde, dass das ja Naturschutz sei und wieder, wie sagt man das, wieder nicht wieder Aufforstung, sondern wieder Aufschneckung. Ja, ja. Also man muss dazu sagen, dass das Aussetzen von in Gefangenschaft geschlüpften Tieren oder auch von Eiern, das ist genauso verboten wie die Entnahme aus der Natur. Ja. Genau, das kommt nämlich dazu. Wenn diese Tiere, das sind Tiere, die sind bei einem geschlüpft, das sind Haustiere. So, und ein Haustier auszusetzen, ich glaube, das muss man nicht erklären, dass das eigentlich überall in der EU verboten ist. Also das weiß man ja eigentlich. Es ist Aussetzen, es ist nicht Auswildern, es ist Aussetzen. Das ist echt ein Unterschied. Und für eine Auswilderung brauche ich eine Genehmigung. Klar wird nicht die Polizei kommen, dich, dich verhaften, weil du da jetzt irgendwie drei Asseln rausgesetzt hast oder ein Gelege Schnecken oder so. Aber es ist ja aus einem Grund verboten. Und ich meine, nicht alle Gesetze mögen einem gefallen, aber in dem Fall würde ich sagen, es hat schon seine Berechtigung, dass das verboten ist. Ja, man muss bei dem, bei so einer Frage habe ich immer Angst vor diesem stille Posteffekt. Weißt du, dass es so heißt, ja, ich habe hier einheimische Schnecken, ja, und den Nachwuchs, ja, den setze ich einfach raus und so, ne? Ja, und jetzt habe ich hier noch Schnecken von einer Freundin gekriegt. Ja, die sehen so ein bisschen anders aus, die haben so ein spitzes Gehäuse und so weiter. Und ich glaube, die kommen aus Afrika. Ja, und die Eier, die kann ich ja auch einfach raussetzen. Das ist ja kein Problem. Ne? Und das ist natürlich echt gefährlich, wenn dann sowas passiert. Ja, denke ich auch immer bei den ganzen Salatschnecken. Ich meine, wir freuen uns, wenn wir eine Schnecke im Salat finden und wissen, dass wir die nicht einfach raussetzen. Aber es werden nun mal wahrscheinlich 95% der Schnecken von Leuten im Salat gefunden, die keine Ahnung von Schnecken haben, und die werfen die einfach raus. Es ist wirklich, ja, gut, aber da hat man dann das Problem. Da, finde ich, kann man es vielleicht nur so ein bisschen verzeihen, weil man sich nicht so Gedanken darüber macht. Aber wenn man die als Haustier hält, dann sollte man schon irgendwie ein bisschen mehr das große Ganze im Blick haben. Und irgendwie ist es ja auch nett gemeint, ich finde die und ich setze die raus. Ne? Also. Auf jeden Fall. Ich mag auch nicht die Leute, die reflexartig alles töten. So, ne? Ich finde das ja auch an sich total gut, wenn man sagt, oh ja, ich setze auch Insekten und Wirbellose raus. Aber ja, in dem Fall, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen, ist es vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Ja. Du wolltest noch was zu den Weinbergschnecken sagen. Weinbergschnecken sind Schnecke-Schnecken. So, Mythos. Schnürkeschnecken und Bänderschnecken sind das Gleiche. Nein. Nein. Also, ja, aber ich glaube, es klingt halt auch ähnlich. Schnürkelschnecke klingt halt so nach Bänderschnecke, nach gemustert. Es ist aber, also ja, Bänderschnecken sind Schnürkelschnecken. Weinbergschnecken sind aber auch Schnürkelschnecken. Nudelschnecken sind, glaube ich, auch Schnürkelschnecken. Und hunderte von anderen Schnecken sind halt auch Schnürkelschnecken. Es ist eine ganze Familie. Und ja, ich glaube, fast wird, alles, was in Europa so ein rundes Gehäuse hat. Achso, du meinst, vielleicht kann man das, wenn wir mal kurz wieder bei den Afrikanern sind, übertragen, dass die, es ist wie mit Achatschnecken. Genau. Ne, es sind alles Achatschnecken, Achatina, Lissachatina fulica, Achatina, Achatina sind alles Achatschnecken. Und das sind alles Helix pomatia und die Kippa und so weiter. Genau, das wollte ich damit sagen. Sind alles Schnirkelschnecken. Ja. Okay. Genau, und noch ganz viele andere. Also, wer Lust hat, man kann einfach bei Wikipedia mal Schnirkelschnecke reinsetzen. Da kommt eine Riesenliste von Schnecken, die da alle zugehören. Also, das sind Hunderte.
Und ja, wie Elisabeth sagt, in Europa eigentlich alles, was so die Größe Zwischenwender und Weinbergschnecke hat, ist eigentlich fast eine Schnörkelschnecke. Also auch Grundschnecken zum Beispiel gehören dazu. Und es wird halt oft synonym verwendet, Schnörkelschnecke und Bänderschnecke. Und das ist ungefähr so, wie wenn jemand eine Achatschnecke zeigt, um Bestimmung bittet und dir sagt jemand, das ist eine Achatschnecke. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ja, das macht man nicht. Man sagt dann, das ist eine Lys Achatina fulica, weil man weiß, Achatschnecken, das sind viele, die haben alle verschiedene Bedürfnisse. Und so ist es halt mit den Schnörkelschnecken auch. Aber es würde bei den Einheimischen würde ja nicht mal Bänderschnecke reichen, weil Bänderschnecke ist doch auch... Nee, das stimmt. Das ist ja eine Gattung, ne? Das sind genau, das sind die Kippa-Ea meistens. Genau, Kippa-Ea, Entschuldigung. Ja, oder... Ja, weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber ich glaube schon. Wir haben schon wieder vergessen. Wir müssen uns unsere eigene Folge anhören. Es gibt auf jeden Fall ja Hainbänderschnecken, Gartenbänderschnecken. Dann gibt es hier die Baumschnecken, die werden auch manchmal gefleckte Bänderschnecken oder so genannt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja. Mit Z. Das stimmt. Cepaea, glaube ich. Cepaea. Okay, dann sage ich es falsch. Ja, kann gut sein. Oder Chip, egal. Ihr könnt euch ja nochmal die Folge anhören, dann könnt ihr uns das sagen, wie wir das richtig aussprechen. Ja, es ist aber wirklich... Aber was sind denn die, diese normal, also die, die man jetzt meistens als Bänderschnecke oder als Schnickelschnecke, sind doch diese Chipaea, Hor... Nemoralis oder Hortensis. Oder Nemoralis. Also die beiden, würde ich jetzt fast behaupten, sind gleich häufig. Sehen auch fast gleich aus, ne? Also die sind auch schwer zu unterscheiden. Interessant. Die sind meistens halt gelb oder braun. Weil die sind, glaube ich, also die sehr einfachste Unterscheidung. Vielfältig, ne, oder? Ja. In Aussehen. Die sind super vielfältig. Ich kann auch gar nicht verstehen, dass die Leute nicht ständig nach Importen fragen. Das sind doch die schönsten Schnecken überhaupt. Ich kann das nicht verstehen. Guck mal, die sind so bunt und so, ja, so vielfältig. Und da wird eine Achatschnecke doch blass vor Neid. Also. Ja, ja. Aber die sind halt nicht groß, ne? Die sind halt nicht groß. Die sind nicht groß, das stimmt. Ja, und wie wir ja festgestellt haben vom... Vom Unterhaltungsfaktor eben auch nicht so spitze. Ja, das stimmt. Aber die sehen auch schön aus, wenn sie einfach nur rumliegen. Ja, da können wir apropos Größe. Mythos, Achatschnecken wären 30 Zentimeter groß. 30 Zentimeter, ich kenne 30, nur 20. Ich höre immer 30. Echt? Wenn, also okay, man versteckt sich ja immer so ein bisschen hinter bis zu 30 Zentimeter, ne? Was ja eigentlich eine Frechheit ist, weil die größte je gefundene 28 Zentimeter hatte. Das war eine Achatina. Und man misst immer die Gehäuselänge ohne Wölbung. Nicht den Fuß. Ne, weil dann könnte man ja locker auf... Ich glaube, dadurch kommt das Missverständnis, oder? Ja, ich weiß nicht. Kannst du mir vorstellen. Also das Problem ist, wir haben mit der Frage, ja, was misst man denn? Man misst nur das Gehäuse, haben wir, glaube ich, schon ziemlich aufgeräumt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten das wissen. Aber die werden bis zu 20 Zentimeter oder 30 Zentimeter, das ist nicht aufgeräumt. Gut, es gibt Menschen, die werden, das ist ein bisschen so wie, es gibt Menschen, die sind 2,20 Meter. Jetzt kann ich sagen, Menschen werden bis zu 2,20 Meter. Trotzdem weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind 2,20 Meter wird, gegen null läuft. Also, ja, hoffentlich. Es gab ja mal diese... Ja, gibt Schlimmeres, aber ich meine, ich bin 1,66, ich glaube nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben es schon nicht so leicht, diese großen Menschen. Das stimmt. Oft sind ja auch Krankheiten beteiligt und so. Auf jeden Fall, ich meine jetzt, ne, das ist ja ungefähr das Gleiche. Es gab mal eine Schnecke, die hat 28 Zentimeter gehabt. Aber das ist so ein Ausreißer nach oben vielleicht auch, dass man da jetzt nicht unbedingt mit rechnen sollte. Ja. Und wurde da denn auch schon gerade gemessen oder ist die noch aus der Zeit, wo man die Wölbung mitgemessen hat? Also diese mit den 28 Zentimeter, das ist ja, glaube ich, das kommt ja aus einer publizierten Arbeit. Also da gehe ich davon aus, dass die das das ist ja, in der Wissenschaft ist das ja ganz normal, dass du das mit einer Schieblehre oder mit einem Lineal oder so misst. Weißt du, von da nach da, das ist ja genau definiert.
Das ist schon sehr lange definiert. Ich glaube, seit dem 18. Jahrhundert oder so. Also, Okay. ich müsste mal gucken, wo das, ob ich die Publikation finde, wo das publiziert wurde, ob da steht, wie die gemessen haben. Weil dann müsste man ja, ich schätze mal, noch mal so 3 Zentimeter abziehen, wenn man die Wölbung mitmisst. Ja, ist bestimmt auch noch so ein häufiger Ungefähr. Faktor, dass man halt, Ja. wie heißen die ja, diese Maßbänder nimmt und einfach an der Spitze und unten anhält Ja. und ja, dann hat Das man ist, natürlich ein bisschen da geschummelt. sind wir auch direkt beim nächsten Mythos, weil es wurde immer gesagt, ja, früher waren die Lissacartina fulica viel größer. Ja gut, aber früher hat man die immer mit einem Maßband mit Wölbung gemessen und dann sind die 1 Zentimeter automatisch größer. Also die Messung war einfach falsch. Vielleicht nicht immer, aber ne? Also, Ich kann mir auch ja. vorstellen, dass früher noch mehr Leute den Fuß gemessen haben als heute, Ja, das kommt dann wo das wahrscheinlich auch noch noch nicht so ganz klar dazu. war, denke ich. Ne, so von oben nach unten einmal komplett mit Wölbung. Einmal über die komplette Schnecke. Ja, einmal um die Fühler rum. Ja, genau. Ja. Ja. Aber das mit den Fußmessen ist ja eigentlich sowieso Quatsch. Das ist ja so variabel. Also. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, klar, die kannst du ja in die Unendlichkeit ziehen, sage ich Ja, mal. fast, ne? Wobei ich dann immer denke, Ja. ich denke immer, wenn man dann so Nacktschnecken abgeben will, dann denke ich immer, was sagst du denn da jetzt? Also, wie kann ich denn jetzt dem Kläger begreiflich machen, wie groß diese Schnecke ist? Ja, Du hast das ist ja keine Chance, die können ja interessant. alles. Ja. Die können Ja. ja von, also die können sich ja total zusammenquetschen, die können sich ja ganz lang ziehen, wie alle Schnecken ja eigentlich. Da kannst du ja, ich meine, da müsste ich schreiben, 2 bis 10 Zentimeter Ja. groß oder so. Jetzt mal. So richtig, am besten nimmt man sie halt irgendwie auf die Hand oder auf irgendeinen Gegenstand, wo man so ein bisschen abschätzen kann, wie groß die sind. Also so würde ich das jetzt angehen, weil du kannst die nicht vermessen. Ja, oder du legst eine Die können Münze sich ja auch platt daneben. machen und keine Ahnung. Ja, genau Musst du so vielleicht die war's. Breite messen? So Ja, mal aber die ist ja so. auch je nachdem, 5 Zentimeter wenn die mal sich zusammen, zwei. genau, in Quadratmillimetern geben wir die Genau. demnächst an. Ja, genau. Dann, wenn die sich natürlich Quadratzentimeter würde ich langzieht, wird die nehmen. dünner. Ja, je nach Größe. Wenn es so eine kleine ist. Ja, oder in Kubikzentimeter. Ja, ne? Ich war schon überlegt, Gewicht, aber Gewicht ist ja auch wieder variabel. Ja, ob die gerade gefressen haben oder geeiert haben oder so. Ja, dann musst Also du die immer eigentlich kannst du die gar nicht schön wirklich füttern vermessen. und dann wiegen und dann den Preis bestimmen. Ja. Ja, das wär's doch mal. Genau, Programm. Ich hätte gerade 1 Euro Programm. Ja, genau. Oh, das wäre aber teuer dann. Oder sind die so? Würde das hinkommen? Ich weiß nicht, was die wiegen. Oh Gott, keine Ahnung. Keine Aber Ahnung. so 100 Gramm wiegen die doch Was? schon, oder? Die sind doch auch Echt? Ja, ziemlich okay, dann groß, wäre es ein oder? bisschen arg teuer. Aber selbst wenn die nur 50 Ja, Gramm also du wiegen meinst jetzt die. würden, die, Ja, das wäre ein bisschen teuer, da hast du recht. Ja. ja. Nee. Nee, das wäre zu teuer. Ich bin schlecht im Gewichte schätzen, deswegen Wo vergesst waren wir denn das. jetzt nochmal? Ach ja, die Größe der Schnecken, genau. Ja, die Größe, genau. Ja. Ah ja, genau, das Messen. Wir waren beim Messen. So waren wir, genau. Also guckt auch gerne Ja, nochmal in stimmt. unserer Gruppe. Da gibt es eine Datei, wo genau erklärt wird, wie ihr richtig misst. Und so ist es einfach am einfachsten, wenn wir das alle gleich machen, dann bleibt es halt am vergleichbarsten. Na, und wie Nadine immer so schön sagt, größer ist nicht immer besser. Es kommt nicht auf die Größe an, genau. Ja. Ja, Ja. ja, ja. Gut. Dann fällt euch noch was Genau. ein? Ich glaube, jetzt haben wir so Nein. mit den größten Gerüchten aufgeräumt. Genau. Ja, falls jemandem noch ein Gerücht einfällt, wir sammeln einfach weiter. Ja. Schickt uns das. Ja. Ja. Ah, ich hab noch was. Ich hab noch was. Okay. Schnecken dürfen keine Sepiaschale fressen, Ach, weil ja. weil die zu salzig sei. Also das kennen wir ja schon, zu salzig, ne?
Aber auch, wenn sie darauf kriechen, würden sie daran so festpappen, dass sie nicht mehr runterkommen. Entschuldigung, habe ich noch nie gehört. Ich glaube, ich habe das schon mal, irgendwo gesagt. Da hatten wir das schon mal irgendwo diskutiert. Echt? Also das mit dem salzig, ja, das haben wir ja beim Kalk diskutiert. Ja. Aber das hatte ich auch noch nie, dass die daran festgesitzen und dann nicht mehr wegkommen. Nein. Nein, gar nicht. Bisher sind meine immer wieder losgekommen. Die gehen da ganz mühelos drüber. Ja. Habe ich, wie gesagt, auch noch nicht beobachtet. Also wer sich mehr dazu interessiert, gerne nochmal in unsere Folge zum Kalk reinhören. Folge 5 ist es. Da haben wir das lang und breit diskutiert. So, ich glaube, jetzt haben wir auch das... Jetzt ist aber... genau. Jetzt ist aber gut. Ja, vielleicht, wenn wir nochmal sammeln und noch was geschickt bekommen, reicht es ja irgendwann für eine zweite Folge. Ja, das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, weil das wären dann wahrscheinlich so die Gerüchte oder Mythen, die so umgehen, die wir vielleicht noch nicht so oft gehört haben und die wir vielleicht noch nicht kennen und die wir vielleicht auch nicht so oft diskutiert haben. Also das interessiert mich wahnsinnig. Also schreibt einfach mal, was ihr mal gehört habt, was ihr gerne wissen möchtet, ob das stimmt. Weil vielleicht stimmt es ja auch, ne? Mhm. Also, genau. Nee, dann ist es wir kein nehmen auch Mythos, Theorien, aber nicht nur Mythen. Genau. Ja. Auch, Hypothesen, Theorien. Ich wollte gerade sagen, Spekulationen. Hypothesen. Ja. Nee, das interessiert mich. Also, das interessiert mich brennend. Also, auch mal neue Sachen zu diskutieren, ne? Das war dann. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Mist. Fulikas mögen es eng. Ach. Wird auch immer wieder, in letzter Zeit nicht mehr so oft. Vielleicht handhaben wir das hier jetzt mal ganz kurz, weil wir auch bestimmt irgendwann noch mal eine Folge über den Platzbedarf machen, denke ich mal. Ne? Mhm. Fulikas mögen es eng und kuschelig ist auch es ist eine antiquierte Aussage, die wahrscheinlich daher kommt, dass beobachtet wurde, dass die manchmal einfach auf einem Haufen sitzen. Mhm. Und ich mich auch frage, was heißt das, wenn die auf einem Haufen sitzen, brauchen die nicht viel Platz, oder? Ja, nur weil ich mit meiner Familie im Wohnzimmer sitze, möchte ich auch nicht aufs Schlafzimmer verzichten, also. Ja. Das stimmt, ja. Okay, das war ein flacher Vergleich, aber... Also gerne mal in die Gruppe schauen. Da gibt es ja tatsächlich... da gibt es Untersuchungen zu. Gerne mal in die Gruppe schauen. Da haben wir ganz detaillierte Dateien zu. Wie ein großes Becken für wie viele Tiere sein sollte. Da hat sich inzwischen auch Gott sei Dank schon sehr, sehr viel getan, muss ich sagen. Also da bin ich sehr zufrieden, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es dann. Ja. Ansonsten ist alles, was uns jetzt noch einfällt, müssen wir aufschreiben für später. Aufschreiben. Ja. Genau. Ja, ich glaube, insgesamt hat sich jetzt einfach gezeigt, es gibt viele Mythen, viele, die jetzt nicht mehr so verbreitet sind, einige, die ganz neu sind, die sich gerade erst verbreiten. Und da sollte man vielleicht insgesamt einfach skeptisch rangehen. Also nicht alles, was irgendwo steht, stimmt auch, nur weil es irgendwo steht. Und im Zweifel fragt nach. Also fragt nach, kann das sein, kann das nicht sein, hört euch Argumente an. Und dann merkt man auch manchmal, das macht nicht wirklich Sinn, wenn ich nochmal genauer drüber nachdenke oder wenn ich mir das mal von jemandem erklären lasse, der mehr Erfahrung hat als ich. Ja, also Achtung, Augen auf, nicht alles, was irgendwo steht, stimmt. Und wenn euch sonst noch irgendwelche Mythen einfallen, fragt einfach nach. Man kann über alles diskutieren. Ja, und wir suchen auch immer noch Fotos, einmal von verschiedenen Schneckenarten
und dann auch noch von Schnecken mit Wachstumsschäden, Gehäuseschäden und so weiter. Die könnt ihr uns gerne in der Facebook-Gruppe zukommen lassen oder per E-Mail an schneckensprint@gmail.com. Genau, und dann hören wir uns das nächste Mal hoffentlich. Tschüss! Tschüss! Tschüss.